Die Ministerpräsidenten haben heute getagt, zusammen mit der Bundesregierung und dem Bundeskanzler. Wir sind bei zwei großen Themenkomplexen beschäftigt worden. Einer stand auf der Tagesordnung, einer ist durch die Verfahren des Bundes vorgegeben worden. Was auf der Tagesordnung stand, war vor allem das Thema Ukraine. Dort sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Wir haben doch gemeinsame Grundüberzeugung gefunden. Alle wollen helfen und alle sind aber auch bereit, zusammenzuarbeiten. Gerade letzte Woche war die Lage ja noch deutlich schwieriger. In der letzten Woche haben die Länder sehr viel allein gemacht, viel allein machen müssen, weil von Seiten des Bundes eher die Auffassung war, man könne dies nicht steuern. Wir freuen uns sehr, dass das mittlerweile einer anderen Auffassung gewichen ist. Es gibt eine große einheitliche Auffassung, dass sowohl die Verteilung als auch die Steuerung durch den Bund und mit den Ländern gemeinsam organisiert werden muss. Es ist beschlossen worden, eine Verteilung zu organisieren, eine Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel. Das heißt, nicht einige wenige Länder schultern alles allein, sondern die Solidarität ist für ganz Deutschland da. Dies ist ein wichtiger Ansatz, denn damit kann man auch, was sehr entscheidend ist, auch eine vernünftige Unterbringung überall auf den Weg bringen und auch die großen Städte entlasten, die natürlich erster Anlaufpunkt sind. Denn wenn man davon ausgeht, dass der Krieg leider, und wir bedauern es außerordentlich, weitergeht, wenn das Leid der Menschen weitergeht, wird die Flucht sich noch mal deutlich verstärken und viele, viele Menschen werden neu in die Europäische Union kommen und auch viele, die jetzt in Polen sind, werden sicherlich noch mal überlegen, auch weiterzuziehen. Und damit wird es bedeuten, dass wir insgesamt in Deutschland und auch in Bayern doch mit deutlich mehr Menschen rechnen müssen. Und wir wollen eine gute Unterbringung, eine gute Integration gewährleisten, auch für Kinder und Jugendliche, für viele Frauen und auch Kranke, die jetzt gerade in erster Linie zu uns kommen werden. Deswegen ist das erste Wichtige eine ordentliche Verteilung und der Konsens darüber. Zweitens, die Registrierung ist wichtig, dass getan wird. Wir haben das auch gestern noch mal in der Schalte mit den Kommunen deutlich gemacht. Auch jetzt wird anerkannt vom Bund, dass er sich an der Registrierung massiv beteiligen muss und es auch federführend in die Hand nehmen muss. Dies ist deswegen wichtig, weil wir gerade an den Grenzbereichen dann schon auch den Verteilungs- und die Steuerungsfunktion mit der Registrierung gut voranbringen können. Wir in Bayern machen das bislang schon bei den Bereichen, die über Bayern und direkt nach Bayern kommen. Wir brauchen es aber auch national. Und es gibt jetzt tatsächlich eine organisierte Bundeskoordinierung mit den Ländern. Auch das war bis in den letzten Tagen unklar. Bei der Finanzierung sind wir noch nicht zum Ergebnis gekommen, aber zumindest zum Bewusstsein, dass der Bund sich substanziell beteiligen muss. Die Länder sind sich da natürlich einig, insbesondere weil es viele Länder gibt, die nicht wie Bayern finanziell stark zunächst mal in Vorleistung gehen kann. Wir haben ja gestern noch mal klargemacht, dass wir den Kommunen gesagt haben, wir ersetzen alles. Das ist eine Grundvoraussetzung auch für das gute Miteinander zwischen Staat und Kommunen. Wir ersetzen alles, haben deswegen im Haushalt da schon 1 Milliarde vorgesehen. Jetzt wollen wir aber natürlich auch, dass andere Länder dann entsprechend, die übrigens noch nicht so stark betroffen sind, weil die Verteilung spielt sich jetzt erst in einigen Ländern ab, die insbesondere mehr im östlichen Teil liegen, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Bayern, dass dann eine ordentliche Ausgleich stattfinden kann. Der Bund hat sich bereit erklärt, das jetzt mitzumachen. Und jetzt gibt es eine Arbeitsgruppe, die bis Anfang April dann verhandelt, wie die genauen Kosten, Kostenverteilungen sind. Da gibt es eine Fülle von Zahlen. Es geht über Kosten der Unterkunft, es geht über die Pauschalen, die gezahlt werden müssen und, und. Dann haben wir uns auch noch unterhalten, was positiv ist. Der Bund erklärt sich bereit, über Wirtschaftshilfen für Unternehmen nachzudenken. Wir appellieren sehr dafür. Es gibt sehr viele Firmen, die jetzt von dem sozusagen abrupten Abbrechen der Wege nach in die Ukraine oder auch nach Russland sehr stark betroffen sind. Es gibt auch sehr viele energieintensive Betriebe, die gerade jetzt in der Umstellung auf andere Energiebereiche sehr, sehr stark betroffen sind, enorme Kostensprünge haben. Dort braucht es sowohl eine Wirtschaftshilfe. Wir plädieren dafür in Bayern, die bisherigen Corona-Überbrückungshilfen als Basis zu nehmen. Darüber wird diskutiert, inwiefern dies gestaltet werden kann. Wir sind uns auch einig, dass wir bei den Energiepreisen in der Entlastung noch nicht am Ende stehen. Der Bund hat ja jetzt den Heizkostenzuschuss für die Wohnungen, Heizungswohnungen verdoppelt. Hat mich sehr gefreut, weil es die Forderung ist, die wir vor Ukraine schon gemacht haben. Ich glaube nur nicht, dass das reichen wird, denn wenn der Heizkostenzuschuss schon vor dem Steigen der Preise vor Ukraine so hoch war, dann denke ich, wird das auch nicht das letzte Wort sein. Vor allen Dingen müssen aber andere Energiepreise abgedeckt werden. Wir in Bayern bleiben dabei. Wir haben da auch an der Stelle dann eine Protokollerklärung vor allem zum Thema Energie zusätzlich abgegeben, dass wir beim Thema Energiepreis dringend eine weitere Entlastung brauchen. Ich glaube,
Wir glauben auch, dass dieser Tankrabatt nicht die beste Lösung ist. Das ist eher eine bürokratische Lösung. Eine Steuersenkung ist der schnelle und effektive Weg. Deswegen braucht es eine Senkung von Mehrwertsteuern, Energiesteuern und auch am Ende von der Stromsteuer. Ganz besonders wichtig für uns als Bayern ist noch, auch das haben wir heute platziert bei den erneuerbaren Energien. Wir wissen, dass auf Bundesseite das nicht weitergeht, dass man beim Thema Kernkraft zurückhaltend ist. Wir bitten nochmal als Bayern intensiv um die Prüfung. Es ist aus unserer Sicht in den nächsten Wochen und Monaten bei der Umstellung auf andere Energieformen, um diesen energiepolitischen Independence Day von Russland zu erreichen. Das ist unser Ziel. Wir wollen so schnell wie möglich den energiepolitischen Independence Day von Russland haben. Öl, Kohle, das ist sicherlich leichter, aber auch Gas. Und um das zu erreichen, wird es nur gehen, wenn man einen Energienotplan für die Zukunft aufstellt. Und deswegen ist das Abschalten von laufenden Kraftwerken, ob Kohle oder Kernkraft, ein Fehler. Hinzu kommt, dass erneuerbare Energien maximal gefördert werden. Deswegen nochmal unser massiver Wunsch, sowohl bei der Wasserkraft als auch beim Wind die Südquoten durchzusetzen. Beim Wind gibt es die sogenannte Südquote. Der Bund muss das jetzt bei der EU durchbringen, denn wir haben ja immer eine sehr starke Diskussion in Bayern. Wir werden in den nächsten Wochen dann unseren Windgipfel einberufen mit dem Ziel 500 plus X mit einem klaren und kräftigen X für Windräder in Bayern voranzubringen, vor allem mit der Maßgabe fair verteilt. Übrigens, jeder muss wissen, auch wenn man Planung beschleunigt, dauert das Aufstellen von Windrädern mehrere Jahre, selbst bei schnellsten Planungen, sodass wir auch da Überbrückungstechnologien brauchen. Deswegen 3 Jahre Laufzeitverlängerung der Kernkraft für eine kluge und maßvolle Form der energetischen Überbrückung und dann parallel Erneuerbare voranzubringen. Das ist für uns insbesondere dann die Wasserkraft und Wind dazu. Und beim Wind braucht es aber die sogenannte Südquote. Das heißt, bei den Ausschreibungen von Wind ist Bayern und auch Baden-Württemberg bislang benachteiligt worden. Und last not least zu dem Zeitpunkt, ist nochmal ganz wichtig, der Umstieg auf Flüssiggas ist richtig, er darf aber nicht nur von Norden passieren. Wir brauchen dringend, das haben wir auch nochmal gesagt oder nochmal hinterlegt als Bayern, wir brauchen dringend eine Südpipeline. Nicht nur eine von Norwegen vom Norden, sondern auch eine vom Süden von Italien, denn auch dort wird es auf Dauer, insbesondere mit neuen Allianzen in der Golfregion über die Wasserstoffbereiche, würde es einen Sinn machen. Es ist auch ökonomisch unsinnig, all das Flüssiggas aus der Golfregion quasi über den Norden in die Häfen zu transportieren und dann über Leitungen in den Süden zuzuführen. Deswegen macht eine Wasserstoffpipeline vom Süden deutlich mehr Sinn, ähnlich wie die Ölpipeline. Über all die Fragen gab es einen Konsens im Geiste. Da gibt es noch viele Details zu bereden und wir bleiben da im operativen Verfahren. Wo es grundsätzlich einen Dissens gab, und das konnte man sogar jetzt auch lesen, das ist das Thema, wie es mit Corona weitergeht. Und viele Bundesländer, nahezu alle, aber einige ganz besonders, und man kann das daran sehen, wenn ein linker Ministerpräsident, ein Grüner, ein Roter und ein Schwarzer die gleiche Meinung vertreten, dann muss doch was dran sein, wenn ich das so sagen darf. Wir sind über Stil und Inhalt der jetzigen neuen Corona-Gesetzgebung besorgt und empfinden es auch als den falschen Weg. Warum? Der Erfolg der Corona-Bekämpfung der letzten 2 Jahre war Gemeinsamkeit. Diese Gemeinsamkeit ist mit dem heutigen Tag und dem gestrigen Tag beendet. 2 Jahre gemeinsame Wegstrecke sind vorbei. Es war immer auch der Stil von Angela Merkel, mit den Ländern die Wege zu bereiten, danach die Gesetzgebung umzusetzen. Zuerst war das Gespräch mit den Praktikern vor Ort und dann hat man die Gesetze geändert. Die Ampel hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, einen Alleingang zu machen. Die Länder werden nicht beteiligt. Sie können sozusagen nur das zur Kenntnis, am Endeffekt zur Kenntnis nehmen. Und dies ist ein schlechter Stil. Schlechter Stil ist übrigens auch, die Gesetzgebung genau einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz zu machen. Damit gibt es kaum eine Möglichkeit mehr. Ich sage das deswegen, weil in einem modernen föderalen Staat die Ebenen aufeinander angewiesen sind. Natürlich hat die Ampel rechtlich die Macht, alles allein durchzusetzen. Aber dies ist, finde ich, kein gutes Miteinander. Alleingänge führen selten zum Ergebnis. Wir erinnern uns an den Herbst. Dort gab es schon mal einen solchen Alleingang, in dem man die pandemische Lage, Sie erinnern sich vielleicht noch, abgeschafft hat und wenige Wochen später den Irrtum durch die Realität eingestehen musste und es wieder ändern musste. Dies war damals schon ein Fehler, ist es jetzt erneut ein Fehler. Also ist der Stil für viele Länder unverständlich. Das Zweite, auch der Inhalt. Nahezu alle Länder haben noch einmal vorgestellt, wie schwierig die Umsetzung sei.
Der Bundesgesundheitsminister hat heute mehrfach gewarnt vor gefährlichen neuen Varianten. Mehrfach. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Aber wenn der Gesundheitsminister auf der einen Seite warnt, wie gefährlich alles wird, wie kann er dann auf der anderen Seite sozusagen Corona rechtlich für beendet erklären? Und dann zu sagen, die Länder sollen halt jetzt mal was machen, entspricht auch übrigens nicht der Realität, denn seit 2 Jahren machen die Länder unter größtem Beschwer und viel Ärger das, was notwendig ist und was nicht jedem gefällt, aber in der Pandemiebekämpfung am Ende doch erfolgreich war. Die Hotspot-Regelung wird nahezu von allen unisono kritisiert. Warum? Keiner hält es insbesondere in Flächenländern für praktisch, dass wir quasi über Nacht jeden Tag einen Landtagsbeschluss fassen für den einen Landkreis und den anderen. Gerade bei so einem Land wie Bayern, allein 1400 Kilometer Außengrenze, Unzahl von Landkreisen und kreisfreien Städten, nicht praktikabel. Wir haben große Sorge, dass uns die Gerichte, zu Recht übrigens, jede Hotspot-Regelung angreifbar machen und nicht akzeptieren, weil es gibt nur unbestimmte Rechtsbegriffe, die nicht geklärt sind. Der Hinweis des Bundesgesundheitsministers, die Länder sollen sich auf Höhen einigen, ab welcher Inzidenz, sind rechtlich irrelevant, denn nur das Gesetz zählt, nicht irgendein Beschluss, der gemacht wird. Und last not least ist das Problem auch, dass wir maximal dann die Regeln beschließen könnten, die wir jetzt haben. Nicht mehr. Wir könnten nicht mehr die Maßnahmen beschließen, die wir nicht wollen, aber die bei Delta notwendig waren, um beispielsweise bei einer ganz schlimmen Variante zu agieren. Insofern kann man schon sagen, dieses Verlängern bis zum 2. April ist eigentlich nur noch der letztmalige Versuch der Länder, die jetzt hohen Steigerungen etwas abzufedern und vielleicht damit auch ein bisschen über diesen Peak jetzt zu kommen, um eine auslaufende Omikron-Entwicklung dann doch besser handhaben zu können. Deswegen wird man sich in den nächsten Wochen übrigens auch überlegen müssen, ob die Quarantäneregeln dann noch so praktikabel sind. Denn wenn auf der einen Seite keine Gefährdung wäre, dann kann man ja die gleichzeitige Quarantäne anwenden und damit das halbe Land auch lahmlegen. Das muss man einfach sagen. Meine Hauptsorge, das sage ich immer wieder, im Moment ist die Krankenhaussituation stabil, das ist gut. Meine Hauptsorge geht zum einen mal an die Funktionsfähigkeit der Arbeit, wenn die Hälfte von Leuten ausfallen, und zum anderen sehr stark auf die Schule. Das macht mir die meisten Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Inzidenz bei den 16- bis 19-Jährigen von über 4.000. Da ist zum Glück keiner ernsthaft, oder die meisten sind nicht ernsthaft krank, Gott sei Dank. Aber durch die vielfältigen Quarantänemaßnahmen können vielleicht Prüfungen, Abschlussprüfungen vor allem nicht stattfinden. Deswegen muss da noch mal überlegt werden, auch von Seiten der Kultusminister, gibt es noch jenseits der Gesetzgebung irgendeine Möglichkeit, den Schutz der Abschlussprüfungen so optimal wie möglich zu gewährleisten. Ansonsten ist klar, ab dem 2. April ist dann sozusagen der von der FDP gewünschte und durchgeboxte und durchgedrückte tatsächliche Freedom Day. Ich hoffe sehr, dass diese Freedom nicht für uns alle ein echtes Problem wird. So. Das war aber im Grundzug kein Beschluss, denn die Länder konnten nichts mehr beschließen, weil der Bund schon allein entschieden hat. Aber es gab einfach die Beschwerde, das kann man nicht sagen. Zusammenfassend gesagt, Corona-Rückschritt, Ukraine großer Fortschritt. So würde ich es formulieren. Und deswegen hat es sich gelohnt, heute miteinander zu reden und auch zu ringen. Und wir müssen es auch weiter tun, weil erkennbar ist, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Vielen Dank. Wir haben noch die Gelegenheit für 2 kurze Fragen. Wolfgang Ranft von der Bild. Wie war denn das Echo der anderen Ministerpräsidenten auf ihre Forderung, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen? Bis jetzt war das ja immer eine Auseinandersetzung zwischen Herrn Habeck und Ihnen. Und wie wollen Sie denn die Ukrainer zuteilen? Sie können ja keinem Ukrainer sagen, geh dahin, geh dahin. Das ist anders als bei den Syrern. Denen kann man keine Vorschriften machen. Also erstens sagen wir so, wir haben die Position auch schriftlich niedergelegt mit Atomkraft, weil klar war, dass der Bund da auch natürlich von sich aus zunächst mal sagt nein. Aber wir wollten auch nochmal dokumentieren, dass die Position wichtig ist, denn sie deckt sich ja im Moment mit einem großen Teil der deutschen Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir sind keine Fans von Kernkraft, ich übrigens auch nicht. Ich habe als Umweltminister jahrelang die Aufsicht geführt, ich weiß, welche Herausforderungen das sind. Keine Fans. Aber wir überlegen uns einfach, was der klügere Weg ist auf Dauer. Und wenn Habeck sagt, Versorgungssicherheit geht vor anderen Fragen, dann ist die Frage der Versorgungssicherheit bei Kernkraft einfach gewährleistet. Die 3 verbleibenden Kernkraftwerke geben Strom für 10 Millionen Menschen. 10 Millionen. Das heißt umgerechnet, wir müssten um die 3, die jetzt im Dezember abgeschalten werden, nach der Rechtssituation, brauchen wir 3.000 neue Windräder praktisch ab 1. Januar. Und dann muss dauernd Wind gehen.
Dies ist, sagen wir mal, zumindest nicht sehr realistisch, weil der Windrad dauert 5 bis 6 Jahre. Darum halten wir die Position einfach für im Moment nicht angemessen und klug reagiert auf diese Krise, vor allem wenn sie länger dauern sollte. Und das Zweite, es geht ja hier vor allem um die Verteilung derer, die eine Unterbringung suchen. Es geht nicht darum, es gibt auch viele Leute, die wollen nur über Nacht einmal bleiben und ziehen dann weiter, also haben Verwandte, Bekannte in anderen Ländern Europas. Da betrifft es nicht, aber es geht vor allem um die Frage, wer braucht eine dauerhafte Unterkunft, und dafür musst du natürlich eine Verteilung organisieren, weil es ansonsten noch gar nicht möglich ist, eine solche Unterkunft zu gewährleisten, weil sie über Nacht nicht, was weiß ich, 300.000, 400.000 Menschen, wenn es dann wirklich am Ende so viel wären, unterbringen können. Wir haben jetzt 55.000, die Zahl wächst jeden Tag, die nach Bayern kommt. Die Außenministerin hat sehr hohe Zahlen in Aussicht gestellt, wie die Fluchtbewegung weitergehen könnte. Auch Polen ist jetzt auch an der Belastungsgrenze. Das heißt, es wird automatisch auch eine Entwicklung weitergeben gen Westen. Und deswegen macht eine sinnvolle und gute Steuerung, die dann übrigens, Herr Ranft, auch im Zusammenwirken mit der Bevölkerung gut funktioniert, sehr wichtig, und den Kommunen, muss man einfach ein Stück weit vorausschauen planen. Das ist nicht so 1:1 umsetzbar, ja? Aber eine grundlegende Steuerung braucht es. Das hat der Bund auch anerkannt. Wir haben uns heute in der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung ausgetauscht. Im Mittelpunkt der Tagung heute stand die Ukraine. Wir haben gemeinsam auch mit der Bundesregierung, auch als Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, unsere volle Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Die Bundesregierung unterstützt auch in ihrem Handeln, alles zu tun, um dort auch zu helfen, gegen den russischen Angriffskrieg, alles zu tun, um die Menschen in der Ukraine und die Ukraine insgesamt zu unterstützen. Viele Menschen kommen aus diesem Kriegsgebiet zu uns nach Deutschland. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft in unserem Land. Und dafür sind wir gemeinsam, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundesregierung, sehr, sehr dankbar für diese großzügige Hilfe in unserem Land. Das ist eine gemeinsame Herausforderung, die wir zu tragen haben, für Bund, Länder und Kommunen gemeinsam. Viele Kriegsvertriebene kommen nach Deutschland, Millionen fliehen vor Putins Bomben. Und es ist wichtig, dass sie hier eine unbürokratische Aufnahme finden, dass die Visumserteilung schnell erfolgt, dass die Koordinierung gut läuft. Da bin ich froh darüber, dass wir uns darauf verständigt haben, dass dies weiter verbessert wird, auch auf Ebene der Innenministerinnen und Innenminister hier darüber gesprochen wird, wie dies weiter verbessert werden kann. Wir haben hier in Schleswig-Holstein erhebliche Anforderungen auch in dem Bereich. Insgesamt sind in unseren Landesunterkünften mittlerweile 1.910 Menschen aus der Ukraine angekommen. Und wir ziehen hier alle an einem Strang. Das ist auch eine erhebliche finanzielle Herausforderung. Die Finanzministerin Monika Heinold hat heute bereits darauf hingewiesen. 10 Millionen Euro haben wir im Nachtrag schon zur Verfügung gestellt. Insgesamt 38 Millionen Euro werden umgeschichtet. Alleine 5 Millionen Euro stellen wir zur Verfügung, um Container anzukaufen. Und wir stellen Landesliegenschaften den Kommunen zur Verfügung, um hier gemeinsam auch im Schulterschluss dieser Herausforderung gerecht zu werden. Der Bund hat sich heute zu seiner Mitverantwortung bekannt, auch in finanzieller Hinsicht. Ich will an der Stelle ausdrücklich sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Bund heute in dieser Konferenz deutlich konkreter wird, was die Unterstützung angeht. Denn diese Herausforderung ist, glaube ich, allen miteinander bewusst. Es gab in der Vergangenheit bei anderen Herausforderungen auch schon Schlüssel, wie die Mittel auch verteilt werden können. Und deswegen wäre es schon gut gewesen, wenn der Bund hier heute konkreter gewesen wäre. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass dies nachgeholt wird. In den nächsten 3 Wochen soll mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bund und Ländern hier die Finanzierung auch geklärt werden. Denn wir brauchen hier sehr, sehr schnell Klarheit darüber, wie das erfolgt. Gerade die Kommunen müssen sich auch darauf verlassen können, weil bei ihnen viel an Verantwortung ist, dass nicht nur vom Land Unterstützung kommt, sondern dass der Bund das eben auch als gemeinsame Herausforderung sieht. Und deswegen hoffe ich sehr darauf, dass wir vielleicht auch noch schneller, aber dann allerspätestens am 7. April auch Klarheit haben.
Wichtig ist, dass wir auch in den Fokus genommen haben, die Auswirkungen des Krieges und insgesamt dieser Situation für die Bürgerinnen und Bürger auch hier bei uns im Land. Die Kostensteigerung gerade bei den Energiepreisen ist etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger erheblich belastet. Und wir haben Einigkeit heute mit dem Bund hergestellt darüber, dass die ersten Maßnahmen zur Entlastung, EEG-Umlage, all das, was auf Bundesebene jetzt schon verabredet ist, ein wichtiger erster Schritt sind, dass aber definitiv weitere Anstrengungen auch erfolgen müssen. Und dafür bleiben wir mit dem Bund im Austausch darüber, dass das sehr, sehr schnell konkretisiert wird. Wir haben die Versorgungssicherheit in den Blick genommen. Unser Kurs in Schleswig-Holstein auf erneuerbare Energien zu setzen, unsere Vorhaben im Land, LNG-Terminal, die Ansiedlung von Northvolt, alles das, was wir im Bereich Wasserstoff machen, Umwandlung, wird nachhaltig unterstützt. Und diese Anstrengungen werden weiter verfolgt, auch von Seiten des Bundes und auch ausdrücklich unterstützt. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, dass die Maßnahmen zur Beschleunigung dieses Umbaus im Energiebereich, dass diese Maßnahmen jetzt von Seiten des Bundes zugesagt werden. Und gerade was die Planungsprozesse angeht, was die Genehmigungsprozesse angeht, auch bei LNG-Terminals, aber auch in anderen Bereichen, dass dies beschleunigt wird und dass der Bund uns ausdrücklich zugesagt hat, dass es hier auch Rechtsänderungen gibt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wesentlicher Schritt, damit wir den Umbau, damit wir die erneuerbaren Energien in unserem Land stärker fördern können, um eben Unabhängigkeit auch nicht nur zu dokumentieren, sondern sie auch in die Tat umsetzen zu können. Wir haben uns als letzten Punkt auch noch mal über das Thema Corona ausgetauscht. Ich will dazu nur an dieser Stelle berichten, dass die Kritik, die wir gestern gemeinsam Monika Heinold, Heiner Gaag und ich für die Landesregierung vorgetragen haben zum Bundesinfektionsschutzgesetz, dort von allen Ländern unisono unterstützt worden ist. Es gilt sowohl für die Tatsache, dass das Beteiligungsverfahren der Länder, die ja immerhin für den Vollzug der Maßnahmen auch zuständig sind, absolut ungenügend waren, dass wir uns alle miteinander gewünscht hätten, dass insbesondere das Thema Maskenpflicht etwas wäre, was wir im Gesetz auch besser hätten verankern sollen. Und insbesondere die Hotspot-Regelung, über die wir hier gestern auch gesprochen haben, von allen Ländern als absolut unpraktikabel und nicht umsetzbar dort benannt worden ist. Darüber sind wir uns alle einig gewesen. Trotz alledem gehe ich davon aus, und wir werden auch unseren Beitrag dazu leisten, dass morgen zugestimmt wird im Bundesrat. Denn noch schlimmer wäre es, wenn wir durch eine Verlängerung, ein Vermittlungsverfahren gar keine Möglichkeit hätten, hier auch unseren Kurs umzusetzen. Von daher gehe ich davon aus, dass das Gesetz den Bundesrat passieren wird und wir deswegen alles, was wir gestern auch angekündigt haben, für die nächsten Wochen in Schleswig-Holstein auch umsetzen können. Vielen Dank. Ich danke. Die Ministerpräsidentin darf die Fragerunde eröffnen. Zunächst Herr Otto von Radio Schleswig-Holstein. Herr Ministerpräsident, Sie haben eben die Entlastung im Bereich Energie angesprochen, aber ohne konkrete Ergebnisse und sagten, es soll jetzt sehr schnell kommen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Was ist heute tatsächlich angesprochen worden und was heißt schnell? Naja, schnell heißt, dass das keinen Verzug bedeuten darf, dass wir jetzt ja einige Entlastungsmaßnahmen schon haben, dass wir aber weitere Entlastungsmaßnahmen brauchen. Wir haben das auch von Seiten der Länder noch mal ausdrücklich in einem eigenen Beschluss auch adressiert, dass es insbesondere für Privathaushalte, aber auch im Bereich von Unternehmen, die Direktauswirkungen im Moment durch die Sanktionen, die durchgeführt werden, durch die hohen Energiekosten auch bekommen. Und der Bund hat zugesagt, ein Sofortkreditprogramm, was aufgelegt wird, eben genau für diese Unternehmen, dass sie jetzt schnell auch eine Unterstützung bekommen. Und ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr schnell auch vom Bund umgesetzt wird. Darauf haben wir uns ja in dem Beschluss heute auch verständigt. Und das ist auch von den Vertretern der Bundesregierung und auch vom Wirtschaftsminister Robert Habeck heute sehr, sehr klar auch ausgesprochen worden. Und da, glaube ich, werden den Worten sehr, sehr schnell auch Taten folgen. Nächste Frage von Herrn Böhnke, Norddeutscher Rundfunk.
Herr Ministerpräsident, Sie haben die Kritik der Bundesländer an der Hotspot-Regelung und am Infektionsschutzgesetz ja angesprochen. Nun kann so schnell natürlich nicht noch mal was geändert werden im laufenden Gesetzgebungsverfahren. Aber wie hat der Bund generell darauf reagiert? Hat er angekündigt, dass es in Zukunft da noch mal eine Evaluierung geben wird und möglicherweise Veränderungen? Der Bund hatte sich ja zu einer Evaluierung auch schon bekannt. Und ich gehe auch davon aus, dass das erfolgen wird, insbesondere auch mit Blick auf die weitere Zukunft. Der Bundesgesundheitsminister hat auch noch mal seine Einschätzung über den weiteren Verlauf gegeben, auch in der Konferenz, die unterschiedlichen Szenarien, die er sieht, auch mit Blick auf den Herbst dort vorgestellt. Und von daher gehe ich davon aus, dass das Bundesinfektionsschutzgesetz hier auch noch mal auf Ebene des Bundes überprüft wird, ob die Maßnahmen, die dort gegeben werden, angemessen sind, uns auch gut genug auf den Herbst vorbereiten. Und das ist von Seiten des Bundes dort auch klargestellt worden. Wir haben eine sehr intensive Beratung im Kreis der Ministerpräsidenten seit heute Morgen um 9.30 Uhr. Und es war nach meinem Dafürhalten eine der anstrengenderen Ministerpräsidentenkonferenzen, weil sie verbunden ist mit zwei großen Themen, die unser Land sehr bewegen. Eigentlich ist noch ein drittes Thema dabei, das ist die Frage der Energiekosten und den Maßnahmen, den Dämpfungsmaßnahmen, die jetzt von der Bundesregierung ergriffen werden. Da haben wir eher Unterstützung signalisiert, dass dort sehr schnell Hilfe für die Bürger auch spürbar sein muss. Denn das, was sich an den Tankstellen abspielt und in der Primärenergie, ist eine echte Belastung. Und für Menschen, die wenig Einkommen haben, hilft eine Steuergutschrift in einem zur Abrechnung im kommenden Jahr bei der Einkommensteuer jetzt herzlich wenig. Also muss es schnelle und zügige Maßnahmen geben. Aber auch eben die Betriebe, die sehr energieabhängig sind in Thüringen, insbesondere die Glasindustrie. Aber auch gestern Abend war ich beim Bauernverband. Da geht es um die Frage von Getreidetrocknung und anderen Fragen. Aber auch die Auswirkungen der Ukraine, des Krieges in der Ukraine durch der Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der eine große Auswirkung hat auf Futtermittel, auf Nahrungsmittel, aber eben auch auf Düngemittel. Und das waren die Themen, die sich durchgezogen haben. Letztlich haben wir uns sehr intensiv beschäftigt mit der Frage Flüchtlingsaufnahme, Flüchtlingsunterstützung. Einerseits die Unterstützung der Bundesländer gegenüber der Bundesregierung, dem Bundeskanzler, dass das Auftreten gegenüber einerseits Wladimir Putin ganz klar und notwendig ist und unterstützt wird. Andererseits die Unterstützung der Menschen in der Ukraine und auch der Regierung in der Ukraine, dass wir an der Seite der Bürgerinnen und Bürger alles tun, was wir in unseren Macht stehend auch schnell organisieren können. Also Flüchtlingsunterbringung, Flüchtlingsverteilung. Da geht es darum, wie wir das Ankommen beschleunigen, um aus dem Ankommen kein langes Verweilen in Berlin oder Hamburg zu machen, sondern die Weiterleitung in die Bundesländer und die klare Zusage auch des Freistaates Thüringen, die Aufgaben zu stemmen, die notwendig sind. Und dort finden im Moment ununterbrochen eben auch Konsultationen zwischen unserem Landesverwaltungsamt, dem zuständigen Minister Adams und unseren Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte statt. Gestern erst wieder eine lange und intensive Telefonkonferenz, weil sich das Ankunftsgeschehen jetzt dynamisch entwickelt. Dazu sind einige Finanzfragen zu klären. Wir sagen erstmal in Richtung unserer kommunalen Familie, dass alles, was jetzt an Geldern anfällt, miteinander gestemmt und miteinander auch vereinbart werden muss auf der Basis der jetzt gültigen Regelungen. Und möglicherweise steht ein Regelungswechsel an. Die Überlegung ist, ob man aus dem Asylbewerberleistungsgesetz der Finanzierung des über das Asylbewerberleistungsgesetz rausgeht, um ins SGB II überzuleiten. Das heißt, das, was für die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen, in Deutschland auch allgemeine Rechtskraft hat, die Unterstützung mit der Zielstellung, auch selber arbeiten gehen zu können, in den Arbeitsmarkt auch eindringen zu können. Und damit sind wir bei einer Kernfrage, die im Moment noch die Menschen umtreibt, nämlich: Wird der Krieg schnell gehen und ist es hoffentlich bald Frieden, dass die Menschen zurückkehren können, oder wird es ein längerer Stellungskrieg? Und alle Nachrichten, die wir im Moment hören, deuten ja darauf hin, dass die russische Aggression nicht nachlässt.
sondern mit Bombardement heute auch in Mariupol zivile Ziele angegriffen werden und damit immer mehr Zivilisten auch mit in ihrem Leben bedroht sind und die Gefahr einfach für die Menschen immer schlimmer und immer größer wird. Die Einkesselung von Odessa und auch das Umzingeln und Einkesseln in Kiew sind Hinweise darauf, dass es möglicherweise auch eine längere Auseinandersetzung geben kann. Ich erwähne das deshalb, weil die Hoffnung der Menschen, die hier ankommen, ist, dass sie möglichst schnell zurück können in ihre Heimat. Das führt dazu, dass sie nicht so weit weg von der bisherigen Grenze sein möchten. Das heißt, sie sind lieber in Berlin. Aber die Frage, ob man in einem Flughafen in Berlin untergebracht wird, in großen Massenquartieren, oder ob wir in Thüringen eine schnellere Verteilung auch in den ländlichen Raum vornehmen können, das ist eine, bei der wir mit unseren Landräten und den Oberbürgermeistern in den kreisfreien Städten eigentlich dafür sorgen wollen, dass wir schneller in die Breite verteilen können, um auch mit den Möglichkeiten auch der ärztlichen Unterstützung und den Kapazitäten besser eine Verteilung auf breitere Schultern vornehmen zu können. Das war ein großer Teil der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der ich sage, sie ist in großer Einigkeit erfolgt. Die Frage auch der ganzen Finanzthemen, die zu bearbeiten sind, die sind nicht banal, die kann man auch nicht nebenher mal aus dem Ärmel schütteln. Also wenn Menschen aus der Ukraine kommen und ukrainische Währung haben, dass sie hier keine Bank entgegennimmt, nicht nur, weil die Währung derzeit nichts wert ist, sondern weil die Gefahr auch besteht, dass dort Geldwäsche-Verdachtsmomente auf einmal entstehen können, führt dazu, dass die Menschen, die hierher kommen, noch größere Sorgen haben, also noch schneller von uns ein klares Signal brauchen, wie sie in die Form versetzt werden, ihr Leben zu organisieren. Und deswegen wollen wir das mit der Bundesregierung ganz schnell und eindeutig klären. Und es wäre gut, wenn sie in ein Unterstützungssystem eingebunden werden könnten, so wie es für alle Bürgerinnen und Bürger bei uns auch die Hilfe und die Unterstützung gibt, damit im Kern all diejenigen, die relativ schnell selber arbeiten gehen können und auch wollen, dass diese Menschen auch relativ schnell auch in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Das waren die Verständigungen und dann kommen eine ganze Reihe von Fragen, die damit verbunden sind, die ganz praktisch sind. Welche Ausweispapiere haben die Menschen? Welche Papiere haben die Kinder, wenn sie kommen? Wie gehen wir damit um, wenn sie nur eine Geburtsurkunde haben und eigentlich wieder in ein Konsulat müssten, um das zu klären? Das alles muss auf eine einfache Art geklärt sein, damit diejenigen, die dann auch hier sind, sehr schnell geholfen bekommen können. Und ich erlebe in Thüringen eine Aufnahmefreudigkeit und eine Hilfsbereitschaft, wie sie einfach großartig ist. Und dafür kann ich nur ganz, ganz intensiv Danke sagen und von tiefstem Herzen sagen, die Thüringerinnen und Thüringer beweisen, dass sie genau wissen, was diese Sorgen des Krieges heißen. Und einerseits verurteilen die Menschen in Thüringen den Krieg, den Russland und in dem Fall Putin der Ukraine angetan hat und den Menschen angetan hat. Und andererseits wissen sie, was diese Solidarität bedeutet, wenn man sich unterhakt und sagt, das wollen wir gemeinsam angehen und wir wollen euch gemeinsam begleiten. Das weitere große Thema ist eins, das heute aus meiner Sicht eher eine Zäsur ist. Wir haben über 2 Jahre lang die pandemische Abwehr des Coronavirus gemeinsam getragen, 16 Bundesländer und die Bundesregierung, indem die jeweiligen Schritte, die anzugehen sind, gemeinsam vorher erörtert worden sind, um Problemaufrisse zu haben, um auch Analysen zu haben, um zu sagen, dass die Dinge, die ins Bundesinfektionsschutzgesetz hineingenommen werden müssten, so aufgestellt sind, dass wir sie in allen Ländern sehr schnell praktizieren können. Davon hat sich die Bundesregierung jetzt verabschiedet mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz, wie es jetzt in dieser Woche auf den Weg gebracht worden ist und wie es heute im Bundestag verhandelt wurde, morgen früh in der dritten Lesung sein wird. Ich werde morgen um 12.30 Uhr die Sondersitzung des Bundesrates leiten. Dort wird zum allerersten Mal das Bundesinfektionsschutzgesetz zum ersten Mal so gestaltet sein, dass es kein Zustimmungsgesetz ist,
Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, Einfluss auf das Gesetz zu nehmen. Wir könnten formal den Vermittlungsausschuss anrufen. Das heißt, wenn ich die Sitzung leite, werde ich nur die Frage stellen, ob es einen Antrag geben wird auf Vermittlungsausschuss. Einen Vermittlungsausschuss in diesem Gesetzesvorgang anzurufen, ist allerdings völlig sinnlos, weil wenn wir den Vermittlungsausschuss anrufen würden, wären alle Übergangsregeln abgelaufen und damit wäre das Bundesinfektionsschutzgesetz in Bezug auf Pandemieabwehr am Ende viel schneller ausgelaufen, als es uns Ländern recht wäre. Wir waren der festen Überzeugung, wir werden in die Lage versetzt mit einem Instrumentenkasten, bei dem wenigstens die Abstandsregeln, die Mund-Nasen-Schutzbedeckung in öffentlichen Gebäuden, im öffentlichen Personenverkehr und an Stellen, wo Menschen sich näher aufeinander sich nicht ausweichen können, und eben auch Regelungen, wo man sagt, das könnte in einer Situation, wo in einem Landkreis ein stärkeres Infektionsgeschehen mit einem Hospitalisierungs- und einem Überlastungspunkt des Gesundheitssystems eintritt, dass wir dort schneller handeln könnten. Das hat der Bund anders entschieden. Er hat die sogenannte Hotspot-Strategie so ausgestaltet, dass sie im Kern aus unbestimmten Rechtsbegriffen besteht. Die Frage, was ist eine kommunale Gebietskörperschaft? Da sagt ein Bundesminister, das könnte ein Bundesland sein. Ein anderer Bundesminister sagt, das kann nur die kleinste Einheit sein, also ein Stadtteil, eine Stadt oder ein Landkreis. Das war heute eine härtere Auseinandersetzung. Sie war auch geprägt davon, dass die 16 Ministerpräsidenten der Meinung waren, dass das keine gute Entwicklung ist, dass wir jetzt in dieser Phase, wo wir den Übergang in ein Frühjahr uns alle erhoffen, bei dem wir viel mehr Erleichterung für die Menschen auch durchsetzen können und umsetzen können, dass wir wenigstens dann, wenn es in einer Region wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo es jetzt an einen extremen Punkt der Belastung im Gesundheitswesen gekommen ist und in einem Bundesland wie dem Saarland und Thüringen, die jetzt immer noch in der Infektion steigen. Die Infektion über Omikron ist nicht so wie bei der Delta-Variante, dass sofort diese Menschen stark erkranken. Ich habe es ja gerade selber auch durchlaufen. Ich hatte keine Erkrankung. Ich war Virusträger und damit war ich unter Quarantäne gestellt. Und damit entsteht ein anderes Problem, über das wir gerne mit dem Bund gründlicher geredet hätten. Wenn nämlich zunehmend Menschen, die Busfahrer sind, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten oder im Krankenhaus arbeiten, unter Quarantäne gestellt werden, weil die Ansteckungsdynamik zunimmt und damit symptomfreie Infektionssituationen eingetreten sind, diese Menschen aber sich eigentlich wohlfühlen, keine Erkrankung fühlen, also nicht krankgeschrieben werden müssen, wenn diese Menschen keine Chance haben, arbeiten gehen zu dürfen, weil sie immer noch nach dem Bundesrecht, weil das ist nicht geändert worden, weiterhin als unter Quarantäne zu stellen, zu betrachten sind, dann führt das dazu, dass wir an einer ganz anderen Stelle, und darauf hat Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen, dass wir auf einmal über einen Teil des Personals im Krankenhaus nicht mehr verfügen, die nicht überlastet sind, weil jetzt Covid-Patienten im Krankenhaus liegen, sondern weil ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt worden ist. Das waren die Fachfragen, über die wir geredet haben. Aber am Ende ist es so, in der Ländervorbesprechung, und das habe ich in meiner ganzen Amtszeit jedenfalls noch nicht erlebt, von 16 Bundesländern haben 16 Bundesländer eine Protokollerklärung abgegeben. Und alle 16 sagen, sie sind mit dieser Situation unglücklich. Und der Kern ist, dass der Bund für sich entschieden hat, der Freedom Day, der immer so in umgangssprachlich genannt wird, offenkundig das Stück Freiheit für die Bürger zurückgeben soll. Darauf hat der Bundesjustizminister, Herr Buschmann, allerdings geantwortet, dass die FDP-Mitglieder in der Bundesregierung niemals vom Freedom Day sprechen würden und dass er aus seiner Sicht der Meinung ist, dass wir mit der Hotspot-Strategie in den 16 Ländern klarkämen. Also statt eine Regelung, die der Bundestag hätte für uns alle zusammen in ganz Deutschland regeln können, sind wir jetzt darauf angewiesen, 16 Bundesländer in 16 Länderparlamenten ein Gesetzgebungsverfahren und ein Verordnungsverfahren in Gang zu setzen, bei dem möglicherweise für jeden einzelnen Landkreis gesondert festgestellt werden muss, ob eine besondere
Gefährdungssituation der kritischen Infrastruktur bzw. der Gesundheitsvorsorge stattfindet. Am Ende sage ich, wir werden noch einige Tage Anstieg in der Infektion haben. Ich hoffe, dass wir es schaffen, mit unseren bestehenden Gesundheitsinstrumenten, Gesundheits- und medizinischen Versorgungsinstrumenten durch diese Situation zu kommen. Ich hoffe, dass wir damit auch jedem Menschen Schutz gewähren können. Aber ich merke, dass in einer Situation wie Mecklenburg-Vorpommern, die immer sehr restriktiv mit allen Fragen umgegangen sind, jetzt auf einmal eine klare Situation eingetreten ist, dass eine Überforderung eben eintreten kann, wenn man dem Normalpatienten nicht sofort die Hilfe angedeihen lassen kann. Und da hilft dann auch Umverteilung im Kleeblattverfahren nicht. Deswegen war dieser Teil etwas anstrengender. Und die Aussprache darüber war auch so, dass über alle Parteigrenzen hinweg die Parteifarben der Länder keine Rolle gespielt haben. Es ging um die Frage, wie ist das Verhältnis Bundesländer zu Bundesregierung? Und da ruckelt sich offenkundig etwas Neues zusammen. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung recht hat, dass wir eine Verbesserung der Situation bekommen. Ich hoffe darauf, dass wir möglichst auf keine Instrumente jetzt mehr zurückgreifen müssen. Wir werden jetzt die Übergangsregeln bis zum 2. April noch einmal als Verordnung anwenden in einer sehr minimierten Form. Und dann werden wir sehen, ob wir im Parlament eine Diskussion noch mal führen können, ob wir die Hotspot-Strategie in Thüringen anwenden. Das will ich aber erst beurteilen, wenn der morgige Tag im Bundesrat hinter uns liegt und wenn wir sehen, wie die dritte Lesung im Bundestag stattgefunden hat. Vielleicht nimmt man ja den einen oder anderen Hinweis heute aus der sehr starken Debatte noch mal mit, weil es wäre auch möglich, morgen noch im Bundestag eine leichte Veränderung bei dieser oder jener Frage vorzunehmen. Und dann werde ich die Beurteilung für mich vornehmen. Ich habe mich angemeldet, morgen auch als Ministerpräsident von Thüringen im Bundesrat dazu zu sprechen. Und klar ist auch, und damit rechne ich, morgen wird zum ersten Mal im Bundesrat, nachdem, wie ich das abschätze, auch alle 16 Länder eine gemeinsame Erklärung abgeben, warum sie diesen Entwicklungsweg für den zweitbesten halten. Ganz herzlichen Dank für die Einführung. Für Sie zur Information, der Beschluss zum Krieg in der Ukraine der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler wird Ihnen zugesandt. Vor dem Hintergrund der knappen Zeit mache ich keine Clusterung der Fragen, sondern nehmen Sie der Reihenfolge nach dran. Als erstes von Frau Fischer, MDR Thüringen. Welchen Aufwand erwartet das Land, wenn Kinder aus der Ukraine hier in Schulen aufgenommen werden und in welcher Höhe soll Ihrer Meinung nach der Bund einspringen? Und die zweite Frage, das ist teilweise schon von Ihnen ausgeführt worden, wie kann eine Regelung aussehen, die den Städten und Gemeinden die Flüchtlingsaufnahme erleichtert? Der Deutsche Gemeinde- und Städtebund nennt monatliche Kosten von 1.000 Euro pro Person. Wie kann sich Thüringen das leisten? Bitte schön. Thüringen wird es sich leisten müssen, weil die Frage aller Kosten, die zu verteilen sind, eine Frage ist, die uns alle angeht, also alle Bundesländer und die Bundesregierung. Europa hat die Hilfe zugesagt, Europa hat sich solidarisch an die Seite der Ukraine gestellt und ich werde darüber keine Kostendebatte führen, sondern ich werde jetzt dafür sorgen, dass alle notwendigen Kosten abgedeckt sind. Wir erleben gerade, dass es eine breite Hilfsbereitschaft gibt, aber wir erleben auch, dass Menschen dabei sind, die meinen, dass man das ein oder andere noch nicht vermietete Objekt zu entsprechend nicht marktkonformen Preisen jetzt anbieten kann. Auch das erleben wir gerade. Und deswegen werde ich öffentlich dazu mich nicht detailliert festlegen, sondern wir werden gemeinsam mit den Städten und den Landkreisen Verfahren wählen, wie wir Stück für Stück die Absicherung dort vornehmen, wo sie dann notwendig ist. Umgekehrt lasse ich zurzeit sämtliche Immobilien analysieren, die dem Land selber gehören oder indirekt gehören oder auf die wir Zugriff haben. Also zum Beispiel die Kliniken in Jena, die leer stehen. Da lassen wir untersuchen, wie schnell wir sie mobilisieren können. Oder das Krankenhaus in Gera, das uns gehört und leer steht, inwieweit es sehr schnell mobilisierungsfähig ist. Das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns mit unserem Krisenstab im Landesverwaltungsamt auseinandersetzen. Und es gibt zwischen allen Ministerien mindestens dreimal in der Woche eine entsprechende Telefonschaltkonferenz unter Einschluss
des Landesverwaltungsamtes, damit all diese Fragen geklärt werden. Zu den Kindern in den Schulen, da gibt es im Moment noch eine divergierende Auffassung. Die Vertreter der Ukraine möchten genau das nicht. Die möchten, dass ihre Kinder in Sonderklassen gepackt werden, damit sie möglichst über ukrainische Plattformen, Lernplattformen beschult werden. Und da ist unsere Vorstellung, dass wir einen Übergang schaffen wollen, weil die, die keine Muttersprachler sind, denen müssen wir muttersprachlich helfen. Das heißt, wir schauen jetzt auch, ob wir Lehrerinnen dabei haben oder sprachausgebildete Menschen, die wir mit einsetzen können, um ukrainische Kinder in unseren Schulalltag als Begleiter, Schulbegleiter oder als Lehrerin mit einsetzen zu können. Das wollen wir möglichst schnell, möglichst niederschwellig organisieren. Und über die dahinterstehenden Kosten und Verpflichtungen, das ist das, was jetzt in den nächsten 10 Tagen zwischen Bund und den Ländern intensiv geklärt wird, dann kann ich Ihnen darauf eine Antwort geben. Und ob die Zahl 1000, das ist ja eine Zahl, die ist angegeben worden als ungefähre Orientierungszahl pro Monat. Ich denke, in den Größenordnungen, wenn man alles mit abdeckt, von Gesundheitsvorsorge bis medizinischer Begleitung, bis Kosten der Unterkunft und so weiter. Ja, das kann sein, dass wir in der Größenordnung uns bewegen, weil die Frage ist, haben wir Wohnraum oder müssen wir Wohnraum schaffen, bei dem zum Beispiel Küchen erst angeschafft werden müssen, Möbel erst angeschafft werden müssen. Und dann ist die Frage, wenn wir jetzt auf einmal sehr viele Wohnungen so anschaffen, ausrüsten. Und nochmal, ich habe das ja eingangs gesagt, die Menschen haben ja die Hoffnung, dass sie relativ schnell wieder gehen. Was machen wir denn anschließend mit all dem angeschafften Mobiliar und all den angemieteten Wohnungen? Deswegen ist das ein Spagat, den wir genau austarieren müssen, damit diejenigen, die dann sagen, sie haben ein Interesse zu bleiben, dann auch die Wege geebnet zu kriegen. Aber diejenigen, die sagen, sie möchten sehr schnell zurück, damit wir signalisieren, beides muss eine Option sein, weil die Menschen müssen das selber entscheiden. Als nächstes Herr Haag. Herr Ramelow, Stichwort Corona, die Unzufriedenheit der Länder über bundeseinheitliche Regeln. Gab es denn oder gibt es Signale, dass die Länder sich jetzt untereinander auf zentrale Eckwerte geeinigt haben? Was ist ein Hotspot? Ab wann ist ein Hotspot ein Hotspot? Welche Werte greifen wir bei einer ITS-Belegung oder bei einer Hospitalisierung bundesweit auf? Oder ist es dann tatsächlich so, dass das jetzt jedes Bundesland für sich machen wird? Herr Haag, diese Frage haben wir intensiv erörtert. Und der kluge Kollege aus Hessen, Volker Bouffier, der ein erfahrener Jurist ist, hat gesagt, dass eine Einigung der Länder darauf gar keinen Sinn macht. Weil die Ministerpräsidentenkonferenz ist kein verfassungsrechtliches Organ, das Gesetzgebungskraft hat. Wir hätten, und das war bisher immer so, und dann merken Sie, warum diese Kompliziertheit jetzt heute eingetreten ist. Bisher war es so, dass wir die Einigung in der MPK zur Grundlage genommen haben zum Transport in den Bundesgesetzgeber. Entscheiden muss aber der Bundesgesetzgeber. Wenn der Bundesgesetzgeber sich aber entscheidet, auf die Ratschläge der Ministerpräsidenten gar nicht hören zu wollen, dann beraumt man die MPK am 17.03. ein und hat am 17.03. das Gesetz schon abgeschlossen. Das ist wie in der letzten Woche, wo wir die Anhörung zum Gesetz vom Kabinett bekommen haben. Da haben wir sie, ich habe meine Anhörung um 8.22 Uhr bekommen, mit dem Hinweis, ich habe bis 10 Uhr Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Und dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie sehr ich als Ministerpräsident dann noch in der Lage bin, mit meinem Kabinett darüber ein Gespräch zu führen oder die Juristen zu bitten, die Fachleute zu bitten, dazu eine kritische Stellungnahme zu machen, ob ich denn noch Einfluss nehmen möchte. Und dann, wenn ich den Einfluss nehme um 10, ich aber um 10 in der Presse schon zur Kenntnis nehme, die Bundesregierung hat entschieden, dann merken Sie ungefähr, wie wir uns heute gefühlt haben. Und das ist auch zum Ausdruck gekommen. Ja, wir hätten uns gefreut, wenn die Eckwerte, auf die wir uns gemeinsam hätten verständigen können, Grundlage des Gesetzgebungsverfahrens geworden wäre. Das ist nicht der Weg, den die Bundesregierung gewählt hat. Und deswegen verweist uns jetzt die Bundesregierung auf 16 Mal Parlamentsanhörung. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich keine eigene Mehrheit habe. Ich also darauf angewiesen bin, wieder in einen Aushandlungsprozess einzutreten. Und die Frage, ob mein Aushandlungsprozess zu anderen Ergebnissen kommt, wie der Aushandlungsprozess, den vielleicht der Kollege Söder zu machen hat,
führt dazu, dass der Kollege Söder, der Kollege Weil und der Kollege Ramelow gemeinsam heute gesagt haben, das geht so nicht. Als nächstes, Herr Henschmann. Ja, hallo Herr Ramelow. Ich wollte gerne fragen, auch vor dem Hintergrund dieser Kritik, die heute geäußert wurde, waren Sie denn zufrieden mit der Reaktion des Bundeskanzlers auf diese Kritik von allen 16 Bundesländern? Und ich würde gerne auch fragen, ob darüber gesprochen wurde oder eine Prognose vielleicht auch in den Raum gestellt wurde, wie viele Flüchtlinge in Deutschland ankommen könnten. Und noch eine dritte Sache, die es verknüpft, wurde auch darüber gesprochen, wie Flüchtlinge geimpft werden können oder ob bestehende Impfungen mit anderen Impfstoffen anerkannt werden können. Na, die Anerkennung der Impfstoffe ist schon geklärt. Also Sputnik V oder der chinesische Impfstoff oder ich weiß nicht, was üblicherweise bisher in der Ukraine verimpft worden ist, das ist nach meinem Kenntnisstand schon anerkannt worden, dass es gleichgestellt wird. Aber nach allem, was ich heute gehört habe, auch von Franziska Giffey, die hat darauf hingewiesen, dass ein Teil des Ankunftsgeschehens so ist, dass man nur in einer Bandbreite zwischen 10% bis 30% der Ankommenden mit einer Impfung rechnen kann. Das heißt, für diejenigen müssen wir sofort Impfstoffe zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen sowieso medizinische Untersuchungen machen und ärztliche Begleitung organisieren. Und dann wäre es ja gut, das gleich mit der Impfmöglichkeit zu verbinden. Das zu dem einen. Die zweite Geschichte, die Frage, wie man mit uns umgegangen ist. Also ich sage Ihnen jetzt mal zu, der Regierungssprecher schickt Ihnen nachher auch noch mal das vorläufige Ergebnisprotokoll der länderinternen Ministerpräsidentenkonferenz. Denn jetzt kommt die Besonderheit, Herr Hanschmann. In der länderinternen Ministerpräsidentenkonferenz sind die 16 Protokollnotizen zu dem Tagesordnungspunkt 6 angebracht worden. In der gemeinsamen Beratung mit dem Bundeskanzler hat mir das Bundeskanzleramt mitgeteilt, dass zu dem Tagesordnungspunkt gar kein Protokoll angefertigt wird, warum ich keine Protokollnotiz abgeben könnte. Und dann haben Sie meine Antwort, wie sehr ich damit zufrieden bin, dass man miteinander so umgeht. Ich finde, das sollten wir nicht tun. Wir sind jetzt über 2 Jahre als Verantwortungsgemeinschaft unterwegs gewesen, haben uns manchmal gestritten, haben uns auch manchmal vor der Öffentlichkeit nicht ganz optimal präsentiert. Der eine hat seinen Baumarkt aufgemacht, der andere hatte seinen Baumarkt noch schneller aufgemacht. Das habe ich alles gut in Erinnerung. Aber es gab immer noch für sämtliche Instrumente, die dann beschlossen wurden, immer noch eine große Bereitschaft, die jeweils so weit in den Ländern umzusetzen. Jetzt habe ich nicht mehr die Gelegenheit, sondern werde auf mein Landesparlament verwiesen. Das heißt, der Bund zieht sich aus der Verantwortung der Umsetzung heraus. Und damit hat der Bund für sich entschieden, dass er alleine die Verantwortung trägt für das, was im Bundesinfektionsschutzgesetz jetzt umgesetzt wird und möglicherweise dann von Gerichten wieder einkassiert wird. Also die Frage, ob ich das mit dem freundlichen Wort Flickenteppich oder abstrakte Kunst umschreibe, da bin ich jetzt kritisiert worden von den Künstlern, dass abstrakte Kunst immer noch eine hohe innere Logik hätte. Und mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. So, Aufruf zur letzten Frage und also genau, eine geht noch, aber er hakt davor noch. Bitte. Herr Ramelow, ich würde die Frage des Kollegen gerne noch mal aufgreifen. Hat Angela Merkel bei der Pandemiebekämpfung einen besseren Job gemacht als Olaf Scholz? Das würde ich so nicht beantworten, sondern, also kann ich so nicht beantworten, sondern ich will einfach sagen, wir haben von Beginn an mit all den Mühen, die das uns gemacht hat, uns immer die Mühe gemacht, dass Parteipolitik zu keiner Zeitpunkt spürbar war. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass eine Partei partout sich durchsetzen will, und das ist die FDP. Und die FDP ist sozusagen derjenige, der jetzt sagt, für uns ist jetzt die Trennlinie erreicht und möglicherweise, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, aber möglicherweise ist ihre Rückbindung in Landesregierungen nicht so stark, als dass der Protest, der damit verbunden sein könnte, vielleicht nicht dort ankommt, wo er hinkommen müsste. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass auf unsere kritischen Debatten heute lediglich Herr Buschmann sehr freundlich geantwortet hat. Ich finde nur, und da bleibe ich dabei, wenn man wie Herr Lauterbach öffentlich sagt, mit der Hotspot-Strategie haben die Länder jetzt alles in der Hand, dann muss man juristisch sagen, wer so agiert, wie es dann über das
Justizministerium praktiziert wird, nimmt in Kauf, dass wir auch in den 16 Landesparlamenten nicht mehr zu einheitlichen Handlungsanweisungen, Handlungsmaximen kommen. Und nochmal, es geht eigentlich um ein Übergangssystem. Wir hätten jetzt in Ruhe auslaufen lassen können ins Frühjahr hinein, aber unter Kenntnisnahme der besonderen Situation, die im Moment noch in Mecklenburg-Vorpommern herrscht, und das Land Thüringen, bei dem ich hoffe und inständig hoffe, dass außer der Omikron-Ansteckungssituation nicht noch eine weitere Überlastung eintritt. Dann tatsächlich zwei Themen, die heute ganz besonders im Mittelpunkt der Ministerpräsidentenkonferenz standen. Das ist natürlich zum einen der Krieg in der Ukraine und das Thema Corona-Pandemie, der Krieg mit den Auswirkungen, die wir Länder dann auch miteinander zu stemmen haben. Und vielleicht mal vorab, ich möchte gerne sagen, wir arbeiten konzentriert in dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Heute ist ja auch viel so nebenher noch kommuniziert worden. Darauf gehe ich auch gleich noch mal ganz kurz ein. Insgesamt aber ist es so, dass auch heute wieder der Eindruck hinterlassen wurde, dass die Bundesregierung sehr klar aufgestellt ist, was das Thema der internationalen Lage betrifft, was das Thema Umgang mit der Situation im Ukraine-Krieg, dem russischen Krieg oder dem Putin-Krieg gegen die Ukraine betrifft und alle Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Und wir sind miteinander sehr stark verbunden in den Auswirkungen und Konsequenzen, die wir gemeinsam tragen als Bund, Länder und Kommunen, damit wir den Teil, den wir beitragen können, um Menschen in Sicherheit zu bringen, tatsächlich auch leisten können. Olaf Scholz und später auch Annalena Baerbock haben nochmal sehr eindringlich die Situation geschildert, wie dramatisch, wirklich dramatisch die Situation ist in der Ukraine. Auch die Fluchtbewegungen sind dramatisch und man muss einfach sehen, dass die humanitären Auswirkungen so schlimm sind inzwischen, auch weil militärisch einfach viele Städte inzwischen überhaupt gar nicht mehr die Chance haben, Versorgung sicherzustellen, dass Kiew auch in einer ganz, ganz schwierigen Situation inzwischen ist, dass man tatsächlich auch damit rechnet, dass die Versorgungslage in Kiew zunehmend immer, immer schlimmer wird. Und dass auch diesbezüglich mehr Menschen auf der Flucht sein werden. 3,5 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht aus der Ukraine, 2,9 Millionen davon in der Europäischen Union. Die allermeisten kommen in Polen an, auch Moldau. Das ist unglaublich, was diese Staaten im Moment leisten. Zunehmend kommen natürlich auch mehr Menschen nach Deutschland und wir wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen, die in dieser großen, großen Not fliehen, und es werden noch viel mehr Menschen sein und werden, dass sie tatsächlich auch eine gute Aufnahme erfahren. Die Europäische Union und Deutschland spielen schon auch so etwas wie eine Schlüsselrolle in der Luft- und Bahnbrücke, die jetzt intensiviert wird, um auch innerhalb von Europa die Verteilung der Flüchtlinge sicherzustellen. Sie wissen, ich habe schon öfter berichtet, dass es ja eigentlich das erste Mal ist, dass 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich darauf verständigt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Und natürlich gibt es auch ganz enge Absprache mit den USA, mit Kanada, mit anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union, die auch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, wo es auch Verwandte, Vertraute, Freunde, Freundinnen gibt, Communities aus der Ukraine, wo die Menschen dann auch sehr, sehr gerne hinfliehen, wenn sie schon fliehen müssen, einfach weil sie dort eben Vertraute haben. 90 Tage Visafreiheit und Freizügigkeit, auch das habe ich häufig erklärt, was die Ukrainer und Ukrainerinnen betrifft. Das bedeutet, dass eine rein zentrale Verteilung der Vertriebenen gar nicht so ganz einfach möglich ist. Man kann das auch ganz gut ablesen, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Inzwischen sind morgen ungefähr 3.500 Flüchtlinge über den Verteilschlüssel bei uns angekommen oder zugewiesen angekommen. Die Abfrage bei den Kommunen hat aber ergeben, dass darüber hinaus ungefähr 11.000 zusätzliche Vertriebene bereits im Land sind. Und das bedeutet eben, dass ganz viele mit dem Auto kommen, mit den Bussen kommen, mit Verwandten kommen, dass sie einfach ihre Wege finden in die unterschiedlichen Ländern. Aber wir sind davon überzeugt, dass die zentrale Verteilung zunehmend an Fahrt aufnehmen wird, auch zur Entlastung der Bundesländer, die
jetzt im ersten Schritt eben ganz, ganz viele Menschen schon aufgenommen haben. Das ist eine große Einigkeit zwischen Bund und Ländern. Wöchentlich gibt es unter Federführung des Bundesinnenministeriums den nicht wöchentlich, täglich den Bund-Länder-Koordinierungsstab. Und die zentrale Verteilung hat ja gestern begonnen. Und demnach gehen wir alle davon aus in den Bundesländern, dass jetzt auch der Zulauf in die Bundesländer verstärkt stattfinden wird. Wir haben uns auch noch mal ganz klar verständigt über die Frage, dass wir zügig die Menschen auch registrieren wollen, um dann auch wirklich eine abgestimmte Verteilung hinzubekommen. 90 Tage Visafreiheit bedeutet auch, es ist kein Muss, wenn man in unser Land kommt, sich registrieren zu lassen. Aber sobald Menschen auch Unterstützung und Transferleistungen brauchen, brauchen sie auch die Registrierung. Ab diesem Zeitpunkt entstehen die Ansprüche, es entsteht die Schulpflicht der Kinder und. Deshalb sagen wir, es ist gut, wenn die Menschen auch möglichst schnell zu den Ausländerbehörden kommen, dass sie sich registrieren lassen, schlicht und ergreifend, um A, zu wissen, wer ist alles im Land, wie müssen wir unsere Hilfe- und Unterstützungsstrukturen weiter aufbauen und auch da eine klare Klarheit miteinander zu haben. Wichtig zu wissen ist auch, dass der Bund sehr klar und deutlich gemacht hat, das hat die Integrationsministerin auch schon mitgeteilt, dass die Sprachkurse von Anfang an, die im Bundesamt für Migration ja auch zur Verfügung gestellt werden, von Anfang an kostenfrei auch für die Vertriebenen aus der Ukraine zur Verfügung stehen. Und wichtig ist auch nochmal zu wissen, wenn man sich registrieren lässt, dann können die Ausländerbehörden einem direkt auch den Stempel geben, sodass die Arbeitsaufnahme damit auch gleich genehmigt ist. Nicht jeder Mensch, der vertrieben wird, hat direkt die Kraft zu sagen, ich möchte gerne arbeiten. Zudem kommen sehr, sehr viele Frauen mit ihren Kindern hier an, auch viele ältere Menschen. Aber die, die die Kraft haben und es auch wünschen, die können sehr schnell auch in Arbeit vermittelt werden. Und das ist uns auch ein Anliegen, das nochmal klar zu sagen. Die im Bildungsbereich, die Kitas, die Schulen sind und werden vorbereitet, Kinder und junge Leute aufzunehmen. Die ersten Kinder sind ja in unseren Schulen auch schon angekommen. Und genauso stehen die Ministerien in Verbindung mit den Wohlfahrtsverbänden und allem, was dazugehört, um Menschen, die Pflegeeinrichtungen brauchen, die Unterstützung im Eingliederungsbereich brauchen, gut vorbereitet zu sein. Wir haben ganz viel auch darüber gesprochen, wie wir die Verfahren in Zukunft auch weiter miteinander stemmen wollen, was das Thema Geld betrifft. Keiner redet gern über Geld in diesem Moment, aber jeder kann sich vorstellen, dass es auch wieder ein immenser Kraftakt ist, sowohl der Bundesregierung, der Länder und der Kommunen. Und selbstverständlich müssen wir auch über das Thema Kosten sprechen. Und deshalb haben wir entschieden, dass eine kleine Arbeitsgruppe bestehend aus Ländern und Bund sehr zügig, schnell sich jetzt zusammensetzt und aller spätestens bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Aber der Bundeskanzler hat es selbst nochmal sehr deutlich gemacht. Er hat ein Interesse, dass wir sehr schnell zu Lösungen kommen, auch die Klarheit bringt, wie können wir fair mit den Kosten und den Verteilsituationen umgehen, damit eben auch die Klarheit da ist. In Rheinland-Pfalz haben wir Vorsorge getroffen. Das wissen Sie. Wir haben ja bereits 50 Millionen Euro jetzt noch ins Haushaltsverfahren mit aufgenommen, um gerüstet zu sein, wovon 20 Millionen an unsere Kommunen gehen. Damit klar ist, die Kommunen müssen jetzt erstmal nicht befürchten, dass sie nicht genau wissen, wie sie die Situation finanzieren sollen. Insofern kann ich jetzt nur noch mal sagen, vielen Dank an die Bevölkerung, an die Bürger, an die Bürgerinnen, die so unglaublich engagiert sind, auch in diesem Fall wieder, die ein großes Herz haben und eine große Selbstverständlichkeit in dieser humanitären Katastrophe, die Menschen zu unterstützen, bereit sind, sie aufzunehmen. Und die Kommunen haben heute auch wieder aufgerufen, alle, die Wohnungen haben, die die Möglichkeit, Menschen haben, unterzubringen, dass sie sich dann bei ihrer Stadt, ihrer Kreisverwaltung melden, damit klar ist, wo die Kapazitäten frei sind. Klar, mit Hochdruck werden auch zusätzliche Unterkünfte aufgebaut, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass es auch ja, perspektivisch sehr wichtig ist, dass die Menschen einfach aufgenommen werden im Wohnraum, zumal einfach so viele Menschen mit Kindern kommen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass das so gut gelingt. Also vielen Dank. Und das sage ich im Übrigen auch an die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Pandemie im Ahrtal und jetzt auch wieder beim Fluchtgeschehen so außerordentlich viel leisten. Und dafür vielen Dank. Ist alles nicht selbstverständlich. Viele sind auch wirklich
ganz schön am Ende ihrer Kraft. Und trotzdem ist eine solche Herausforderung, die einem als Mensch einfach auch abverlangt, Verantwortung zu übernehmen, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder zum Äußersten bereit sind. Und dafür will ich mich auch sehr, sehr herzlich bedanken. Wir haben selbstverständlich auch über das Thema Energie gesprochen am heutigen Tag. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen gewesen. Die Energiepreise steigen. Es ist wichtig, dass sie sozial abgefedert werden. Und natürlich ist es auch wichtig für unsere Unternehmen im Land, die teilweise energieintensiv sind, die auch teilweise, wenn sie im Transportunternehmen unterwegs sind, wo auch immer Busse, ähnliches, kleine mittelständische Unternehmen, die dann auch ganz schnell an Existenzfragen kommen, dass sie einfach auch eine Entlastung brauchen. Die Bundesregierung hat ja das erste Paket jetzt nochmal verstärkt, nämlich die Heizkostenzuschüsse für Wohngeldempfänger, Studierende und Auszubildende. Ich finde es ein wichtiges Signal. Da geht es vor allem um Menschen, die wenig Geld haben, dass die Wohngeldempfänger jetzt diese Pauschale auf 270 Euro und die Azubis und Studierende auf 230 Euro erhöht werden. Das betrifft roundabout 2,1 Millionen Menschen. Aber klar ist genauso auch, dass die Unternehmen unterstützt werden sollen durch die vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage und dass es inzwischen auch ein KfW-Programm gibt, was Herr Hadek heute noch mal vorgestellt hat, um Unternehmen zu unterstützen, die wirklich in einer existenzbedrohlichen Lage sind. Daran wird jetzt auch noch sehr, sehr hart gearbeitet, wie man Unternehmen über diesen Weg auch unterstützen kann. Darüber hinaus gibt es ja auch noch eine kleine Arbeitsgruppe, die bis zum Wochenende hin weiter darüber entscheiden wird, welche Entlastungsmaßnahmen werden vorgenommen, um das Thema, was ganz viele Menschen bedrückt, auch in ihrem Alltag, um dafür auch Abhilfe zu schaffen. Ich will noch einen Satz sagen, den ich vorhin vergessen habe bei der Ukraine, weil das ganze Bundeskabinett ist ja immer in der Ministerpräsidentenkonferenz vertreten. Und das heißt, es waren natürlich neben Kanzler, Außenministerin, Finanzminister, Wirtschaftsminister, Innenministerin, natürlich auch der Landwirtschaftsminister da. Und ich erwähne das deshalb, es hat, glaube ich, jeder inzwischen gelernt, dass die Ukraine die Kornkammer der Welt ist. Und tatsächlich ist jetzt so, ist das auf dem Weltmarkt natürlich die Preise in die Luft gehen, dass man nicht nur Preissorgen hat, sondern dass man auch die Sorge hat, dass mit der Frage, wie sollen eigentlich die Welthungerprogramme in Zukunft ausgestattet werden aufgrund dieses Mangels an den Rohstoffen dann. Das ist eine riesige, bedrückende Frage, auch aus meiner Sicht, wo die Bundesregierung auch mit Hochdruck auf der europäischen Ebene, aber auch im G7-Bereich, wo Deutschland im Moment ja den Vorsitz hat, daran arbeitet, wie kann in diesem Bereich auch Abhilfe geleistet werden, um nicht dann auch noch weltweit tatsächlich die Hungersnot, dass die nicht noch weiter im Grunde getriggert wird, sondern dass man da versucht, Wege zu finden. Auch das ist eine Auswirkung dieses schrecklichen Krieges. Und man kann einfach nur sagen, ein Thema, was immer wieder heute kam, ist, dass wir in Deutschland, Europa sehr viel mehr Resilienz schaffen müssen. Und das beginnt halt angefangen bei der Energie, wo wir den Ausbau der Erneuerbaren einfach das Tempo vervielfachen müssen. Auch das ein Anliegen aller Bundesländer, heute nochmal deutlich gesagt worden, dass das Tempo erhöht werden muss. Aber man muss in ganz vielen anderen Bereichen auch schauen, wie man resilienter wird, um in solchen Situationen eben auch nicht so unter Druck zu geraten. Ja, letzter Punkt, Corona, der uns natürlich auch beschäftigt hat, obwohl eigentlich gar kein Beschluss vorgesehen war am heutigen Tage, hat es ja auch nicht gegeben am Ende. Aber es ist natürlich viel darüber gesprochen worden. Die Zahlen steigen, was die Infektionen betrifft. Aber insgesamt, ich sage es mal für Rheinland-Pfalz, es gilt für Deutschland, es gilt nicht für Mecklenburg-Vorpommern. Das muss man auch ausdrücklich jetzt noch mal sagen, die wirklich Druck haben in ihren Krankenhäusern und auch eine ganz schwierige Situation dort ist. Aber im Rest Deutschland ist die Lage so, bei uns ist es definitiv so, dass auch bei uns die Hospitalisierungszahlen heute ganz leicht zurückgegangen sind. Wir haben sehr hohe Infektionszahlen. Aber in den Krankenhäusern haben wir jetzt keine alarmierende Situation. Deshalb passen wir ja auch alle Maßnahmen an in unserem Bundesland und tun das auch mit Überzeugung, dass man das verantworten kann. Heute haben wir über das Infektionsschutzgesetz gesprochen, was ja morgen im Bundestag verabschiedet wird. Ein Einspruchsgesetz, wo der Bundesrat eben auch
entweder den VA anrufen, Vermittlungsausschuss anrufen kann oder einfach nur seine Meinung sagen kann. Es wird zu keinem Vermittlungsausschuss kommen. Wir wollen, dass die Regelungen, die jetzt verabredet sind, auch kommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass die meisten Bundesländer, da gehöre ich auch dazu, ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir auch sehr viel unkomplizierter das Thema Maskenpflicht noch hätten weiter einfach dort nutzen können, wo wir denken, da wäre es eine gute Idee, vor allem in Innenräumen. Das ist jetzt nicht vorgesehen im Infektionsschutzgesetz, sondern nur in der sogenannten Hotspot-Regelung. Für uns war dann heute nochmal sehr wichtig oder für mich zu betonen, dass einerseits es wichtig ist, dass wir bundeseinheitlich vorgehen. Und das tun wir mit der neuen Grundlage der Infektionsschutzgesetze. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben zu agieren. Ich glaube, dass die Pandemie im Moment beherrschbar ist und dass wir damit auch klarkommen. Aber es ist schon klar, und das habe ich auch noch mal sehr, sehr deutlich gemacht, die Bundesregierung hat es auch zugesagt, dass wir über den Sommer tatsächlich uns damit beschäftigen, dass wir kurzfristig eine neue Gesetzgebungsgrundlage haben, wenn die Situation der Pandemie das erfordert, sodass die Länder dann zur gegebenen Zeit dann wirklich auch handlungsfähig sind, um andere Maßnahmen zu ergreifen. Wir alle wünschen uns das gar nicht. Persönlich, ich will es auch noch mal sagen, sind wir eigentlich glücklich, dass Schule läuft, dass Kita läuft, dass wir auch viele Dinge einfach machen können. Trotzdem ist es so, wir haben im Moment große, große Ausfälle, schlicht und ergreifend deswegen, weil so viele Menschen erkranken, auch wenn sie nicht ernsthaft erkranken. Und das macht natürlich in der Infrastruktur wirklich etwas aus. Und deshalb würde ich immer sagen oder sage es auch, schützen Sie sich mit einer Maske. Es ist das Leichteste auf der Welt und es schützt vor Ansteckungen und es schützt Sie davor, dass Sie dann krank zu Hause im Bett liegen. Wenn Sie geimpft sind, muss man keine schwere Erkrankung befürchten. Das ist anders bei Ungeimpften, aber trotzdem ist es ja schöner, wenn wir gar nicht krank werden. Insofern denke ich, könnte ich das jetzt erstmal abschließen an der Stelle. Das war auch gar nicht wenig. Und vielleicht gibt es auch noch Fragen dazu. Ihrer Schwerpunkt. Gleich noch schon zu Corona. Also es bleibt jetzt erstmal dabei, dass dieses alles um 2 Wochen verschoben wird, auf den 2. April hier in Rheinland-Pfalz. Und gibt es denn irgendwelche Ansätze für die Hotspot-Strategie hier oder ist das erstmal, sehen Sie da erstmal keinen? Wir müssen das jetzt einfach mal besprechen miteinander. Wenn wir haben jetzt im Moment, kann ich das gar nicht so ganz einschätzen, wie die Entwicklung weiter ist. Also wir haben eigentlich die Hoffnung, das hat heute auch Herr Lauterbach nochmal gesagt, dass man um die Osterzeit herum dann doch endlich dann auch sieht, dass die Zahlen wieder zurückgehen. Aber das müssen wir uns jetzt einfach auch die nächsten Tage betrachten und anschauen. Aber wir haben auch schon sehr deutlich mit den Fraktionen gesprochen. Unsere Fraktionen sind auch jederzeit bereit, wenn man das müsste, im Landtag auch einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Im Moment sehe ich das nicht. Im Moment kommen wir eigentlich sehr gut damit zurecht, wie es ist. Bis 2. April ist es erstmal jetzt verlängert. Da gilt ja auch die Maskenpflicht in den bekannten Situationen. Und dann werden wir uns jetzt nächste Woche Gedanken machen, wie geht es nach dem 2. April weiter. Und dann schauen wir. Dagmar Grimminger. Nachfrage dazu, das hört sich jetzt sehr positiv an. Wir haben aber heute auch gehört aus Teilnehmerkreisen, dass es auch deutliche Kritik am Bund gegeben hat, nach dem Motto, bei diesen Gesetzen seien die Länder zu wenig gehört worden, sei zu wenig von den Ländern eingeflossen. Wie war das? Ja, das war durchaus eine Debatte am heutigen Tage und es gab auch Unzufriedenheit, selbstverständlich, von etlichen Kollegen und Kolleginnen. Ist auch formuliert worden. Der Wunsch wäre gewesen, dass man mehr Einfluss auf dieses Gesetz gehabt hätte. Und die Wünsche waren einfach, dass man ein größeres Instrumentarium zur Verfügung hätte, um agieren zu können. Der Bund hat einen anderen Weg gewählt. Wir haben natürlich unsere Wünsche auch dort adressiert. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, ich hätte gerne noch die allgemeine Maskenpflicht gehabt als Option. Aber das ist anders entschieden worden auf der Bundesebene und ich kann das jetzt auch einfach nur respektieren. An der Stelle hätte ich anders gehandelt, aber es ist eben auch ein Kompromiss in der Koalition und der wird jetzt im Bundestag und im Bundestag debattiert. Dort wird er im Grunde auch entschieden und wir können damit in unserem Bundesland im Moment auch gut umgehen und ich vertraue auf die Zusage der Bundesregierung, dass wir, falls die Situation der Pandemie sich anders verändert, wie wir es uns alle nicht wünschen, dass wir dann eben auch nochmal ein angepassteres Infektionsschutzgesetz bekommen. Und das ist ja eigentlich auch die Linie der Bundesregierung, dass man das Infektionsschutzgesetz je nach Situation eben anpasst. Und
Genau, und deshalb kann man da, denke ich, auch darauf vertrauen, dass es dann so ist. Genau. Der Herr Holzbach hat eine Frage, und zwar zwei Fragen. Gibt es konkrete Überlegungen zur Unterstützung der Wirtschaft wegen der hohen Energiepreise? Und kommt morgen eine neue Corona-Verordnung mit der Regelverlängerung? Heute ist Donnerstag. Eigentlich müsste die heute kommen. Kann das sein? Ja, ich meine, die würde heute kommen, Herr Holzbach, weil sie morgen, glaube ich, in Kraft tritt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir gucken aber gerade nach, damit das dann am Ende auch wirklich sicher ist. Und die Wirtschaftsminister, also es ist ein KfW-Programm angekündigt worden vom Wirtschaftsminister. Das kann ich jetzt einfach mal definitiv sagen. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass es eine Gruppe gibt auf der Bundesregierungs- und Parlamentsebene, die sich bespricht, ob es weitere Entlastungsmöglichkeiten gibt, eben einerseits für die Verbraucher und Verbraucherinnen, vor allem für die Geringverdienenden und Normalverdiener und auf der anderen Seite, ob es noch weitere Wirtschaftshilfen nötig oder möglich sind. Das wird man dann zum Wochenende hin erfahren. Aber der erste Schritt ist Erhöhung Heizkostenpauschale und auch das KfW-Programm seitens und die EEG-Umlage, ne? Ist ja auch keine Kleinigkeit. Es ist ja auch ein paar Milliarden schwer, muss man sagen. Genau. Wir, stimmt das, was ich gesagt habe? Die neue Verordnung ist online und gilt ab morgen. Okay, es stimmt. Also es ist online, die Verordnung, Herr Holzbach, und sie gilt ab morgen. Bundeskanzler Scholz hat gesagt, man solle nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Also man hört auch raus, dass es da ja auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Wie viel Unterstützung vom Bund würden Sie sich erwarten? Oder was haben auch Teilnehmer heute geäußert? In welchem Bereich bewegt sich? Also heute wurde dazu gar nichts geäußert, sondern im Vorfeld ist halt klar geworden, es gibt unterschiedliche Wege, die man gehen kann, aber da gibt es keine Einigkeit zwischen den Bundesländern im Moment. Es gibt einmal die Möglichkeit, man knüpft an die alte Vereinbarung an und das heißt Pauschalen und man tut dann noch was im Kita-Bereich oder was auch immer. Und der andere Weg ist, dass man ab einem schnellen Zeitpunkt sagt, wir öffnen das SGB II, also das Sozialgesetzbuch II. Das ist im Grunde die ganz normale Unterstützung im Bereich der Sozialhilfe oder Hilfe zum Lebensunterhalt ist es korrekter. Das wiederum hätte den Vorteil, man hat sofort Zugang in die Arbeitsvermittlung, man hat einen Krankenversicherungsschutz und so weiter. Das ist aber offen und wir haben uns sehr klar in der Vorbesprechung unter den Ländern darauf verständigt, dass wir das heute nicht intensiv diskutieren, weil man muss richtig rechnen, man muss abwägen, was ist der richtige Weg, auch für die Betroffenen. Will man eine besondere Regelung jetzt für die Kriegsflüchtlinge? Also diese Fragen werden dann wirklich sehr intensiv diskutiert. Und der Bundeskanzler hat sehr deutlich gesagt, dass er auch eine schnelle Lösung finden möchte. Und wir alle, die wir schon länger dabei sind, erinnern uns sehr gut an die Diskussion im Jahr 2015 über die Kosten bezogen auf die Flüchtlinge. Und die waren damals so hart und auch nicht erfreulich. Sie sind öffentlich ausgetragen worden über eine lange Strecke. Und man hat sich immer wieder neu über die Höhe der Pauschalen. Muss man jetzt noch was für Kitas dazu geben? Muss man jetzt noch was für den Gesundheitsschutz, für die Unbegleiteten geben und so weiter? Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn jetzt dieser Weg, den wir jetzt bestimmt haben, tatsächlich dazu führen würde, dass man schnell, kompakt darüber verhandelt, fair miteinander umgeht und dann zu einer Lösung kommt, die dann auch dem Ausdruck gibt, was wir eigentlich auch brauchen, an einem Strang zu ziehen. Aber klar, das alles kostet viel Geld und selbstverständlich haben die Länder die Erwartung, dass der Bund unterstützt, aber dass es auch signalisiert. Der Bund hat einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Die Pandemie ist ja nicht vorbei und die weitere Entwicklung der Bekämpfung dieser Corona-Pandemie verantwortet jetzt der Bund. Wir werden uns nicht wegdrücken, aber wenn wir nicht die Möglichkeit haben, das zu tun, was wir für erforderlich halten, dann müssen diejenigen die Verantwortung tragen, die dieses Gesetz jetzt beschlossen haben. Ich bedauere das, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Unterm Strich Einigkeit, große Einigkeit bei den Herausforderungen und seiner Folgen bei der Corona-Pandemie unterschiedliche Positionen. Und da bleibt abzuwarten, wie die Dinge sich weiterentwickeln. So viel vielleicht zum Einstieg.
Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit für einige wenige Nachfragen. Ich schlage vor, dass wir das ein Stück weit trennen und zunächst mit dem Thema Ukraine beginnen und danach dann sozusagen Corona-Fragen, falls es welche noch weitere gibt, sozusagen stellen und das ein bisschen sozusagen auseinanderhalten. Gibt es zum Thema Ukraine Fragen? Das höre ich nicht. Gibt es zu den Corona-Maßnahmen oder zum Corona-Beschluss Fragen? Herr Hartmann. Ja, ich hoffe, Sie können mich hören. Ja. Wunderbar, Herr Ministerpräsident Bouffier. Sie haben eben erwähnt, also alle sind ja, Länderchefs sind ja relativ unzufrieden mit der Frage, wie dort das Ganze zustande kam und dass man nicht einbezogen wurde. Sie haben aber auch ganz konkret kritisiert, dass etwa die Hotspot-Regeln, Sie haben es wörtlich gesagt, nicht umsetzbar und also rechtlich wie praktisch nicht umsetzbar seien. Können Sie uns das in zwei Beispielen erläutern, was die Hotspot-Regeln sagen und warum sie nicht umsetzbar sind? Also, das Gesetz hat eine Reihe von sogenannten unbestimmten Begriffen oder unbestimmten Rechtsbegriffen, die aber sehr schwer umzusetzen sind. Was heißt eigentlich, wenn es im Gesetz heißt, einen besonderen Anstieg der Inzidenzen? Was heißt es jetzt konkret? Wir haben zurzeit einen Anstieg der Inzidenzen. In Hessen sind wir das Flächenland mit der geringsten Inzidenz in Deutschland. Aber jetzt ist die Frage, wo setzen Sie mit einer Verordnung an? Ist eine Inzidenz von 500 richtig, eine von 1000 oder von 1500? Das ist schlicht willkürlich. Dazu können Sie rechtlich sicher gar nichts vereinbaren. Dann geht es um die spannende Frage der Pathogenität, das heißt also der Krankheitswahrscheinlichkeit. Wie wollen Sie das messen? Wollen Sie das an der Delta-Variante messen? Wollen Sie es an Omikron messen? Wir haben bei Delta sehr viele, die angesteckt waren und auch sehr erkrankten, auch ins Krankenhaus mussten. Das haben wir bei Omikron Gott sei Dank nicht. Drittes Beispiel. Es gibt einen wirklich harten Punkt, an dem man sich orientieren kann. Das ist die Überlastung des Gesundheitswesens. Wir sind in der glücklichen Lage bei uns in Hessen, dass dies nicht der Fall ist. Wir haben nun stabil sehr niedrige Belegungen, sowohl in der Intensivstation wie aber auch in der Allgemeinstation. Und als wir wesentlich höhere Zahlen hatten dort, hatten wir auch keine Überlastung des Gesundheitswesens. Wenn ich jetzt auf die Idee käme, irgendeine Zahl weit unter dessen, was wir bisher hatten, plötzlich für einen Fall zu halten, einer konkreten Gefahr, so wie das da im Gesetz steht, bin ich sicher, dass das vor keinem Gericht hält. Es gibt dann einen zweiten Punkt. Das Gesetz sieht vor regionale Maßnahmen. Da wird sogar davon gesprochen, Stadtteilmaßnahmen oder Ähnliches. Das mag funktionieren, wenn man einen Stadtstaat hat. In einem Flächenland kriegen Sie das nicht hin. Stellen Sie vor, Sie haben in irgendeinem Kreis ein Ausbruchsgeschehen. Sie hätten es jetzt definiert, was das sein soll. Dann müsste der Landtag jedes Mal zusammentreten, um von Kreis zu Kreis irgendeinen Beschluss zu fassen. Das kann man nicht funktionieren. Und deshalb, ich glaube, das sehen eigentlich alle so, ist dieser Wirkungsmechanismus nach dem Motto, ihr könnt doch, wenn ihr den wollt, eigentlich nur eine Botschaft, die sich aber praktisch nicht umsetzen lässt. Und ich kenne zurzeit auch kein einziges Land, das bisher einen Vorschlag gemacht hat, wie man das umsetzen kann. Das Einfachste wäre, man würde das ganze Land Hessen jetzt plötzlich zu einem Hotspot erklären und dann schauen sich die Zahlen an. Das funktioniert nicht, das wird auch kein einziges Gericht akzeptieren. Deshalb wird es am Ende nicht umsetzbar sein. Ich bedauere das sehr, aber das ist die Situation. So, dann sehe ich Herr Knayer. Ja, ich wollte mal fragen, was jetzt gemacht werden kann. Also heißt das, man kann gar nichts machen? Man kann auch nicht mal dieses Minimum, was da in dem Gesetz steht, jetzt anwenden? Also das heißt, die Maskenpflicht fällt dann auch weg, außer im Nahverkehr? Also Herr Knayer, ich hatte ja schon Dienstag erläutert, was wir vorhaben. Wir haben ja uns vorbereitet, dass wir das, was das Gesetz jetzt noch hergibt, machen. Nach dem Motto, wir wollen besonnen bleiben in einer Situation, wo wir eher eine Seitwärtsbewegung haben im Moment bei den Inzidenzen, aber trotzdem wir nicht sagen können, das geht jetzt drastisch nach unten. Da sind zwei Dinge zu unterscheiden. Es gibt jetzt nach diesem Gesetz die Möglichkeit einer Übergangslösung. Diese Übergangslösung geht bis zum 2. April.
Und die wollen wir wahrnehmen. Das Corona-Kabinett, das hessische, wird morgen nach der Sitzung des Bundesrates, dann wissen wir ja, wie das Gesetz dann am Ende wirklich konkret aussieht, tagen. Und wir werden dann eine entsprechende Verordnung beschließen, die wir morgen auch in Kraft setzen, weil am Samstag fällt ja alles weg. Also das muss morgen geschehen. Das gilt dann bis zu dem 2. Und das ist im Wesentlichen das, was wir jetzt in Hessen haben. Das, was wir nicht mehr in dieser Verordnung haben, aber ich rede jetzt nur von dem, was bis zum 2. April gilt, ist, es gibt keine Begrenzungen mehr bei Veranstaltungen. Also Sie kennen die Diskussion, 25.000 im Stadion oder wie viel auch immer, das gibt es dann nicht mehr. Dazu ist die Rechtsgrundlage entfallen. Es gibt keine Kontaktverbote mehr für Ungeimpfte. Die Rechtsgrundlage ist auch entfallen. Und es gibt auch keine Kontaktdatenerfassung mehr. Auch das fällt weg. Ansonsten kann das Wesentliche so bleiben, wie wir es in Hessen haben, wenn man das mal umsetzt. Also Maskenpflicht, zum Beispiel in den Geschäften, Maskenpflicht in den ÖPNV und in anderen Bereichen, die Testmöglichkeit in den Schulen und in den vulnerablen Bereichen entsprechende Möglichkeiten zum Testen, aber auch zur Maskenpflicht. Nach dem 2. April bleiben von diesen ganzen Maßnahmen noch übrig die besonderen Möglichkeiten für die vulnerablen Einrichtungen. Das sind die Krankenhäuser, das sind die Altenheime. In letzter Sekunde ist hier in Berlin jetzt noch reingekommen, dass das auch gelten soll, zum Beispiel für Arztpraxen. Das war bisher nicht drin. Und das ist es dann. Was aber zum Beispiel nicht mehr möglich ist, wenn man der Auffassung ist, es wäre gut, zum Beispiel in den Geschäften eine Maskenpflicht weiter fortzuführen, dann ist das nach diesem Gesetz nicht mehr möglich. Das Zweite, was man auch sehen muss, wir haben ja jetzt diese Regelungen G2, G3, G2+, also die entsprechenden Einschränkungen, dass man doppelt geimpft werden muss oder doppelt geimpft sein muss, dass es eine Boosterimpfung geben muss in bestimmten Bereichen, das ist nach dem 2. April auch alles weg. Und das ist der Unterschied zu dem, was bisher möglich war. Und da sind eigentlich alle der Auffassung, das ist nicht klug. Wir haben einen Grundsatzkonflikt mit der jetzigen Bundesregierung. Den kann man so beschreiben. Alle Länder, das haben wir ja zigmal beschlossen, haben gesagt, das Beste wäre immer, wir hätten ganz viele Möglichkeiten und machen von den Möglichkeiten dann sinnvoll Gebrauch. Der berühmte Instrumentenkasten. Das bedeutet ja nicht, dass man alles übers Land gießen muss, was es an Möglichkeiten gibt, aber dass man rechtzeitig und vor allen Dingen frühzeitig handelt. Das ist jetzt politisch anders hier entschieden worden, also mit einer sehr viel kleineren Möglichkeit. Und man sagt, und wenn dann eine neue Welle kommt oder wenn wir in eine Situation hineinkommen, die weitere Maßnahmen erforderlich machen, dann kann, Zitat, der Deutsche Bundestag ja sehr schnell zusammentreten und was Neues beschließen. Das kann er in der Tat. Aber ich habe Zweifel, ob das klug ist, dass man erst dann zusammentritt, wieder was beschließt, wenn die Welle schon da ist. Es wäre klüger, man könnte vielleicht vorher reagieren. Aber dazu gab es keine Übereinstimmung. Wir hatten zwei Punkte heute. Der eine ist ohne gemeinsamen Beschluss und der andere mit einem gemeinsamen Beschluss zu Ende gegangen. Wir haben uns längere Zeit über die beabsichtigte Neuregelung zum Bundesinfektionsschutzgesetz ausgetauscht und es gab von Seiten der Länder sehr deutliche Kritik an dieser Neuregelung, sicherlich in unterschiedlichem Temperament vorgetragen, aber im Ergebnis einhellig, dass insgesamt gesehen wir davon keine Verbesserung der Situation erwarten können. Das wird allerdings, so ist sehr klar abzusehen, nichts daran ändern, dass morgen in den abschließenden Beratungen des Bundestages und des Bundesrates dieses Gesetz passieren wird. Im Bundesrat deswegen, weil es eine Mehrheit dafür gibt und im Bundesrat deswegen, weil die Alternative dazu ein Auslaufen jeder gesetzlichen Regelung wäre. Und das erscheint den 16 Ländern und auch mir persönlich nicht vertretbar in Anbetracht der ja sehr regen Infektionenzahlen, die wir erleben. Wir erleben ja im Moment Zahlen, die sind jetzt mittlerweile bis an 300.000 bekannt geworden in Infektionen täglich herangerückt. Und ich mag mir einen regellosen Zustand in dieser Hinsicht derzeit nicht vorstellen. Aber es ist bekannt, dass ich auch persönlich deutliche Bedenken habe gegenüber dem, was künftig gelten soll. Und ich habe das natürlich auch heute zum Ausdruck gebracht.
Das zweite Thema bewegt uns alle miteinander sehr. Es ist die Auswirkung der Krise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und dieser Überfall, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, dauert ja unverändert fort. Wir werden jeden Tag aufs Neue mit schrecklichen Bildern konfrontiert. Wir waren uns in der Beurteilung völlig einig. Das ist ein Krieg, der ohne jeden Grundunterbruch aller Regeln des Völkerrechts von Russland gegenüber der Ukraine geführt wird. Wir stehen an der Seite der Ukraine, die wirklich das Opfer eines Überfalls ist. Und wir haben das entsprechend zum Ausdruck gebracht. Wir wissen auch, dass diese Krise sehr klare Auswirkungen und sehr spürbare Auswirkungen in Deutschland hat. Das ist zum einen natürlich der Fall im Hinblick auf die Aufnahme von Tausenden von Menschen, die jetzt ihre Heimat verlassen müssen und auch in Deutschland, ebenso wie in anderen Ländern, eine Zuflucht suchen. In Deutschland sind wir weniger betroffen als in Polen. Dort findet im Moment eine unermessliche Anstrengung statt, die man immer wieder hervorheben muss. Aber auch in Deutschland sind die Zahlen der Zufluchtsuchenden sehr, sehr gestiegen. Es ist allerdings eine sehr unterschiedliche Situation, die derzeit festzustellen ist. Insbesondere große Städte wie Berlin und Hamburg erleben, dass sie mit der Lage kaum noch Schritt halten können. In anderen Ländern stellt sich die Situation wesentlich ruhiger dar. Niedersachsen hat von Anfang an zu den Bundesländern gehört, die sich offensiv ihren humanitären Verpflichtungen stellen. Wir haben immer auch freie Kapazitäten an den Bund gemeldet, aber wir halten es ausdrücklich für richtig, dass künftig der Bund Zuweisungen vornehmen wird, soweit das unter den Bedingungen dieser Krise möglich sein wird. Wir müssen alle miteinander ein Interesse daran haben, dass wir zu einer gleichmäßigen Verteilung von Zufluchtsuchenden in ganz Deutschland gelangen. Und in Niedersachsen unterstützt diesen Kurs ganz ausdrücklich. Es gab einen zweiten starken Schwerpunkt. Der wird in den nächsten Wochen sicherlich auch noch für viele Diskussionen sorgen. Und insbesondere für die Kommunen ist er mit einer besonderen Bedeutung verbunden. Und zwar ist es die Frage der Kosten. Wer trägt eigentlich welche Kosten, die jetzt infolge der großen Zahl von Menschen entstehen, die zu uns kommen? Das ist eine Diskussion aus den Jahren 2015, 2016, die wir noch gut in Erinnerung haben. Und natürlich gibt es da Interessengegensätze zwischen Bund und Ländern. Diese Diskussion ist heute dahingehend beantwortet worden, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Bund und Ländern bis zur nächsten MPK mit der Bundesregierung am 7. April gebeten worden ist, dazu Vorschläge zu entwickeln. Das ist nach meinem Dafürhalten kein Vertagen, der Verdacht könnte ja schnell entstehen, sondern ein Vorbereiten von ganz wesentlichen Entscheidungen. Wir wollen versuchen zu lernen aus den Erfahrungen, die wir 2015, 16, ja bis zum Jahr 2019 miteinander gemacht haben. Da haben wir nämlich ein ums andere Mal immer wieder uns um das Geld gestritten. Und das war damals wirklich Anlass für viel Zwietracht. Und wir wollen, das war deutlich zu spüren, versuchen, diesmal von Anfang an die Weichen so zu stellen, dass wir ein System haben, auf das sich vor allen Dingen die Kommunen verlassen können, das aber auch zu einer fairen Verteilung von Lasten zwischen Bund und Ländern führt. Ich bin hoffnungsfroh, dass uns das gelingen wird, aber es ist ein hartes Stück Arbeit, das da vor uns liegt. Und das soll vielleicht auch die letzte Bemerkung sein in diesem Zusammenhang. Neben vielen anderen Aspekten, die jetzt auch noch besprochen worden sind und die Ihnen sicherlich in dem Beschlusstext bald zur Information vorliegen werden. Neben vielen anderen Aspekten gab es einen roten Faden in der ganzen Diskussion. Nämlich das gemeinsame Bewusstsein dafür, dass wir aus Anlass dieser von Russland zu verursachenden Krise jetzt vor einem harten Kraftakt innerhalb Deutschlands stehen. In vielerlei Hinsicht. Das gilt in sozialer Hinsicht, wenn ich an die Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine denke. Das gilt in wirtschaftlicher Hinsicht. Das gilt, was die Belastung von vielen Menschen in ihren Geldbeuteln angeht, zum Beispiel bei dem Thema Energiepreisen und vielen, vielen anderen Aspekten mehr. Also es ist eine richtig anspruchsvolle Zeit, in der sich einmal mehr auch, ich sage einmal, der Gemeinsinn in unserer Gesellschaft in vielerlei Hinsicht bewähren muss. Und nach meinem Eindruck sind sich Bund und Länder
in dieser Hinsicht sehr einig. Wir wollen ein weiteres Mal beweisen, dass unser Gemeinwesen, dass unsere politische Ordnung auch mit einer solchen schwierigen Situation gut fertig werden kann. Das sind die wesentlichen Ergebnisse dieser mehrstündigen Diskussion, die wir heute miteinander haben. Und ich stehe Ihnen natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Nun, ich habe die Argumente noch einmal zusammengefasst, die sich von mir aus den vergangenen Tagen kennen. Zum einen, wir erleben im Moment Rekordinfektionszahlen. Wir wissen genau, dass damit noch nicht zwangsläufig eine Überlastung unseres Gesundheitswesens verbunden ist. Aber wir müssen zum Beispiel sehr genau darauf achten, dass Menschen nicht dass Einrichtungen deswegen in Mitleidenschaft gezogen sind, weil viele ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infektionsbedingt ausfallen. Deswegen glaube ich, dass das sofortige Auslaufen fast aller Schutzmaßnahmen nicht gut ist. Das lässt sich besonders gut am Beispiel des Maskenschutzes nachvollziehen. Ich habe immer das Beispiel des Genesis-Konzerts in Hannover, das ich auch heute wieder angebracht habe. Das hat in der letzten Woche stattgefunden mit 9000 Menschen. Die hatten alle Masken, die hatten unter den Bedingungen von 2G+ Zugang zur Halle bekommen. Und soweit ich weiß, ich hätte jedenfalls keine anderen Informationen, ist das alles wirklich gut gelaufen und war gut vertretbar. Nach dem neuen Rechtsstatus würde dasselbe Konzert nicht mehr mit 12.000 Zuschauern, sondern mit nicht mehr mit 9.000 Zuschauern, sondern mit 12.000 Zuschauern stattfinden. Alle ohne Maske, alle noch nicht einmal getestet. Und man kann sich vorstellen, das ist ein ungleich größeres Infektionsrisiko für alle Anwesenden. Mit anderen Worten, an dieser Stelle ist es so, dass ich glaube, wir brauchen im Anbetracht der derzeitigen Situation auch andere Sicherungsmaßnahmen. Und dann gibt es insbesondere auch eine Kritik an der sogenannten Hotspot-Regelung des Bundes. Der Bund meint, die Länder könnten doch in besonderen Infektionsschwerpunkten dann Maßnahmen ergreifen, abgesehen davon, dass es nicht die Maßnahmen sind, die uns bis jetzt zur Verfügung stehen, sondern nur zum Teil. Ist die Regelung so schwierig formuliert, dass ich jedenfalls von ihr nicht wirklich eine praktische Erleichterung erwarte. Das gilt an den hohen, hohen Anforderungen, die dort formuliert sind. Das gilt aber auch bezogen auf das Verfahren, wonach nämlich der Landtag direkt bestimmen soll, welche Maßnahmen in welchem Landkreis in Niedersachsen eigentlich gelten soll. Nun wissen wir alle, Niedersachsen ist groß, vom Norden bis zum Süden, vom Westen bis zum Osten, jeweils mehr als 300 Kilometer. Und es ist schwer vorstellbar, dass jede Woche aufs Neue der Landtag für einen einzelnen Landkreis, da wo es gerade womöglich anliegt, entsprechende Regelungen beschließt. Aber es ändert nichts daran, dass trotz dieser Bedenken, die nicht nur von mir geäußert worden sind, diese Regelung wohl so kommen wird. Und ich hoffe sehr, dass ich meine Bedenken dann nicht bestätigen werden. Spätestens zum Herbst, das will ich abschließend sagen, bin ich sicher, werden wir noch einmal sehr genau miteinander reden müssen, wie es denn nun sein soll. Denn alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, soweit ich das erkennen kann, gehen davon aus, dass mit Beginn der nächsten kalten Jahreszeit wir auch wieder deutlich größere Probleme kriegen werden im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen, in welcher Form auch immer. Das lässt sich heute noch nicht sagen. Und dass dafür das künftige Gesetz keine ausreichende Grundlage bietet, davon sollten eigentlich sich alle jetzt schon überzeugen können. Herr Weiß, warum war es so schwer, diese Wünsche den niedersächsischen vorsichtigen Wege weiterzugehen, auch im Sinne einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchzusetzen? Weil es uns nicht gelungen ist, den Bund zu überzeugen. Innerhalb des der Bundesregierung, der Koalition, gibt es bekanntlich dazu sehr lebhafte Diskussionen. Das habe ich nicht im Einzelnen zu bewerten, aber es ist deutlich erkennbar, dass das Gesamtergebnis nicht dem entspricht, was wir in Niedersachsen für richtig hielten.